Hallo, meine lieben Birdrider. Schön, dass ihr alle so zahlreich erschienen sind. Mögen die Tentakel der Tiefe heute mit uns sein und die Internetgötter besänftigen. Hi, Alex und Mr. Z. Thank you, Tanky. Saftig Obst. SG5. Steffi. Vampire Girl. Mr. Sir von Horn. Hallo. André Solid Skyline. Und Gromdom. Hi zusammen. Schön, dass ihr alle da seid. So, gucken wir mal. Gucken wir mal, ob es heute klappt. Mir geht's gut. Bei mir ist alles okay eigentlich soweit. Ich bin ehrlich gesagt müde. Ich habe die Nacht irgendwie nur, keine Ahnung, ich glaube 2 Stunden oder so geschlafen. Vielleicht ein bisschen länger. Aber ich habe gestern die Streams noch fertig gemacht und saß dann irgendwie noch. Wisst ihr, das ist so dann rendert man noch das eine Video und lädt schon mal das andere hoch und macht noch ein Thumbnail und nebenbei läuft irgendwas anderes, ne, so YouTube-Videos, keine Ahnung. Und plötzlich schaue ich auf die Uhr und es ist irgendwie 5. Und ich dachte mir so, holy shit, was ist denn jetzt los? Und irgendwie hatte ich um 9 Uhr schon einen Termin heute. Dementsprechend war meine Nacht ein bisschen kurz. Aber ansonsten geht es mir gut. Kann mich nicht beschweren. Und euch? Genau, hoffen wir mal, dass wenigstens technisch heute alles okay ist. Wisst ihr, ein paar kleine Ausfälle, ein paar kleine Ruckler, da sagt ja keiner was. Aber gestern war schon wild, ey. Meine Güte. So, ich habe heute noch ein seltsames Phänomen mit Dino Crisis entdeckt. Ich habe nicht rausgefunden, woran es liegt und wie man das ändern kann. Aber Dino Crisis ist bei mir auf dem Bildschirm 3:4 oder 4:3, naja, halt die alte Standardauflösung. Und im Stream aber 16:9 gestretched. Und ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Aber es ist, glaube ich, auch nicht so tragisch. Ich versuche jetzt mal wieder im Spiel in dem Vollbildmodus zu wechseln. Hoffen wir, dass nicht alles abstürzt. Das hatten wir nämlich auch schon mal. 4:3. So, tada! Wunderbar. Controller funktioniert auch. Perfekt. Gut, dann ist das schon mal so weit auf jeden Fall. Cool, cool. Bin heute auch total müde. Dachte eigentlich, ich hätte genug geschlafen gehabt, aber bin heute 3-mal eingeschlafen. Ich wäre auch fast in meiner quasi Mittagspause, wenn man so will, weggepennt. Habe auch ein bisschen gedöst, glaube ich, aber nicht lange. Hi, The Unknown Streamer und Donny Donut. Donny Donut, ich glaube, ich sehe doppelt. Auf allen Plattformen vertreten. Hi. Hauptsache, wir sehen und hören was. Ja, dass gestern auch der Sound plötzlich weg war, aber nur auf Twitch und nicht auf. Es war verrückt gestern. Meine Güte. Eieieiei. Bin heute auch 3-mal eingeschlafen. Das liegt wahrscheinlich am Tag heute. Nicht an uns. Es kann kein Zufall sein, Leute. Heute ist Müdigkeitstag. Der 22.11. Und 22 geteilt durch 11 ist 2. Und 2 ist die Zahl des Schlafes im Maya-Kalender. Obviously, das weiß jeder. Ich kann mittags gar nicht pennen. Ich kann das mittlerweile schon. Früher konnte ich das auch nicht, aber mittlerweile kann ich immer schlafen, wenn ich müde bin. Ich brauche zum Einschlafen ewig. Ich kann mich leider nicht hinlegen und pennen. Wenn ich schlafen will, muss ich das wirklich einplanen, weil ich brauche eine halbe Stunde, bevor ich überhaupt mal schlafe, wenn es gut geht. Egal ob Nacht oder Tag, egal ob ich müde bin oder nicht, aber grundsätzlich kann ich mittlerweile immer schlafen. Ja, wenn es denn eingeplant ist. Ja, aber jetzt keine Zeit zu schlafen. Nee, das stimmt. Das stimmt. Machen wir es uns trotzdem gemütlich an diesem flauschigen, kalten, dunklen Wintertag voller Müdigkeit und spielen ein bisschen Dino Crisis. Haben wir eigentlich Sound? Ist das Spiel gerade so leise oder hören wir nichts? Wir hören was. Ja, oder? Das hören wir alle. Das Spiel ist gerade einfach nur sehr still. Okay. Dann gucken wir mal. Ich sag's euch gleich.
Ich kann mich nicht mehr erinnern, was wir beim letzten Mal gemacht haben. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wo wir sind. Und ich kann mich nicht mehr erinnern, was das gleich nochmal für ein Spiel ist. Um was geht's da? Aliens, glaube ich, oder? Alien Crisis. Wir spielen eine Astronautin auf einem fremden Planeten. Und überall sind außerirdische Elefanten. Schraubenzieher. Okay, cool. Irgendwie so oder so ähnlich war es. Oder war es nicht, sind wir nicht auf einer Hühnchenfarm oder so? Moment, was stand da? Ein Schlitz für einen Kartenschlüssel. Ein weiterer befindet sich auf der anderen Seite. Haben wir einen Kartenschlüssel, der da reinpassen könnte? Wir haben eine ID-Karte. Die können wir nicht benutzen. Oh, warte mal, da war tatsächlich noch eine Schlüsselkarte im Inventar. Hallo, Nico. Auf YouTube steht noch, dass du Resident Evil 3 streamst. Ja, das gibt's. Keine Ahnung. Ich schau mal kurz. Ich weiß ehrlich gesagt leider nicht, wie ich das auf YouTube in Echtzeit jetzt ändern kann. Ich guck mal kurz, ich habe eine Idee. Leider funktioniert dieses Doppelstreamen auch nur bedingt, muss ich sagen. Ne? Leider funktioniert es auch nur bedingt. Warte, aber ich hab's gleich. Das ist schnell geändert. Moment. Deine Crisis. Bam. Und hier oben heute Bonus Dino Crisis. Speichern. Und wenn ihr jetzt aktualisiert, sollte es stimmen mit dem Stream. Naja, okay. Also Hühnerfarm. Ich glaube, das war sowas wie Stardew Valley, ne? Basically. Jetzt haben wir noch mal kurz. Wir haben hier eine Schlüsselkarte L. Nee, das kennen wir ja schon. Die Donkey Kong Discs sind wieder was anderes. Na schön. Ah, was haben wir denn hier? Einen Ordner. Mal gucken, was da steht. Eine Akte mit dem Titel Sicherheitshandbuch Teil 2. Willst du es lesen? Ja, machen wir. Donkey Kong, das elektronische Schlosssystem. Ein bisschen, das versteht man so schlecht, oder? Donkey Kong, das elektronische Schlosssystem der Einrichtung ist überholt worden. Ein neues Codesystem, das mehr Sicherheit gewährleistet, wurde eingeführt. Bei der Passworteingabe haben wir das nicht schon mal gelesen? Das ist jetzt das, dass auch Zahlen dabei sind, oder? Wenn sich im Schlüsselfeld Zahlen befinden, können die Zahlen angeben, welche Reihe weggelassen werden muss. Welche Reihen? Das ist tatsächlich neu. Okay, dann lesen wir es doch mal. Moment. So, jetzt ein Beispiel. Wenn der Schlüssel 2 ist, sollten alle Zeichen des Codes ab der zweiten Reihe weggelassen werden. Aha, okay, okay. Na gut, das verstehe ich jetzt nicht. Aber das sehen wir dann am Beispiel bestimmt. Sag mal, wenn die BSAA, TerraSafe oder STARS die Möglichkeit hätten, die Hunter zu domestizieren und sie für Antiterror-Operationen nutzen würden, würden sie das nutzen? Eigentlich nicht. Eigentlich haben sich, also ich meine, die STARS ist ja sowieso, das wäre weird. Das wäre fast so ein bisschen Robocop, oder? Hunter-Cop, genau. Da, ich sehe so einen 80er-Jahre-Film vor mir oder eine Serie von so einem reptiloiden Hunter, der bei der Polizei rekrutiert ist. Und die Gesellschaft mag ihn nicht. Viele Kollegen stehen ihm skeptisch gegenüber. Aber er ist der beste Cop in Wirklichkeit im Präsidium. Aber nur manche sehen sein goldenes Herz unter seiner schuppigen Haut. Das wäre eine gute Serie, eine gute Cop-Serie. Ich würde es mir anschauen. Aber abgesehen davon, die anderen Einrichtungen sind ja wirklich Anti-Bio-Terror. Ich glaube, TerraSafe ist auch überhaupt nicht militärisch, ne? Die sind, glaube ich, eigentlich eher so Spenden und ne, so eher wie nennt man denn das? Humanistisch ist nicht richtig. Eher so helfend
unterstützend. Genau, und die BSAA sollte eigentlich keine Biowaffen einsetzen. Resident Evil 8 hat ja gezeigt, sie tun es doch. Oder jetzt neuerdings, und das ist nicht gut. Deswegen, und ich finde auch ehrlich gesagt, Hunter sind vielleicht nicht die optimalen Waffen, um die als Anti-Terror-Einheit einzusetzen. Weil die sind schon sehr krasse, alles kaputt hauende, humanitär, dankeschön, das war's. Die sind schon sehr krasse, alles zerlegende Monster. Ich glaube, mit denen ist nicht gut Kirschen essen. Und die schickt man halt wirklich nur rein, wenn man Tote sehen will. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Hunter irgendwie eine Situation deeskalieren oder so, ne? Insofern, nee. Auf die Frage würde ich sagen, nee, Hunter glaube ich nicht, dass von irgendeiner von den genannten Fraktionen eingesetzt wird. Außer bei Stars, da fände ich es gut. Hunter Cop würde ich mir anschauen. Zur Not kenne ich so ziemlich alle Passwörter, das ist sehr gut. Wir müssen eh mal gucken. Ich habe gerade wirklich keine Ahnung, was wir tun müssen und wo wir hin müssen. Wenn ich nicht wüsste, dass ein paar von euch das Spiel eh gut auswendig können, würde ich sagen, hey, Hilfe, ich brauche eine Komplettlösung. Aber gemeinsam schaffen wir das schon. Ihr dürft mich heute gerne zuspoilen. Ich bin auch ein bisschen matschig im Kopf und so. Aber wir kommen da schon gemeinsam durch. Okay, ich habe echt jetzt relativ viel Munition eigentlich, ne, für die Schrotflinte. Ich würde mit der jetzt auch einfach mal ein bisschen rumballern. Hauptsächlich, damit wir die wegkriegen, ehrlich gesagt. Dass da eine einzelne Patrone ist, das ist ja blöd. Kann ich die nicht stapeln? Das sind doch die gleichen, oder? Naja, schade. Wir haben irgendwie aber auch keine Waffe ausgerüstet. Schrotgewehr. Hallo, Matthias. Wahre Verhandlungsexperten, dieser Hunter. Ich schätze sie auch so ein. In der Bibliothek gibt es noch ein Rätsel für dich. Das habe ich mir nämlich auch schon gedacht. Das wäre auch der einzige Ort, wo ich jetzt hingegangen noch wäre, weil da ist noch eine rote Tür. Aber ich bin durch die falsche Tür rausgegangen. Ist aber nichts Schlimmes, weil wir haben immerhin eine Waffenbox gefunden mit Munition. Ist auch nicht schlecht. Auch gut. Ich habe heute schon ein paar Resident Evil 3 Let's Plays aufgenommen. Für die kommenden Tage. Und beim dritten Let's Play habe ich nach einer halben Stunde gemerkt, nein Quatsch, nach 15 Minuten maximal, dass ich vergessen habe, mein Mikrofon anzumachen und ich habe quasi einfach nur Selbstgespräche geführt. Und zum Glück habe ich noch ein altes Savegame gehabt, muss ich halt jetzt die Stelle nochmal spielen, aber sowas ist immer nervig. So, hier müsste die Tür schon sein, dann treffen wir überhaupt keine Dinos, einfach rein mit uns. Regina hat einen Amazonenhintern. Das liegt aber auch stark an der 16:9 Auflösung, die im Stream herrscht. So. Gucken wir mal. Dieser Computerterminal steuert den Experimentierraum. Von der aus auf der Anzeige steht etwas. Schlosscode. Ich schreibe das mal auf. Den brauchen wir vielleicht noch. 7-2-4-8. Schlosscode. Jetzt müssen wir nur das Schloss finden, zu dem dieser Code passt, ne? Nichts Nützliches. An den Zugang eines das war das mit diesen roten Gar... Oh Gott, das sollte ich mir, glaube ich, auch irgendwo aufschreiben. Okay. Muss ich mir auch schnell Notizen machen. Achtung, machen wir mal... Rot, neutralisiert, grün. Das brauchen wir bestimmt irgendwo. Weiter geht's. Blau, neutralisiert, orange. Moment, blau. Orange. Wie sagt ihr eigentlich? Sagt ihr orange oder orange?
Da gibt's, finde ich, da gibt's, glaube ich, irgendwie zwei Lager, oder? Oder sagt ihr Orange? Ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob irgendjemand Orange sagt. Oder sagt ihr ganz was anderes, mit dem keiner rechnen würde? Grün? Orange war das Erste, was ich gesagt habe, oder? Oder war Orange das Erste? Jetzt weiß ich nicht mehr. Aber alle sagen das Erste, das wird das Richtige sein. Ich weiß nicht mehr, was war. Orange. Wie die Frucht. Oder wie die Frucht. Wobei, da kann man auch Orange oder Orange sagen, ne? Oh nein. Die Hunter, das ist eine gute Waffe für Terroristen. Ja genau, das auf jeden Fall. Da funktionieren die Hunter gut. Wie soll man die Antwort dann bitte hier schreiben, wenn man etwas betont? Das weiß ich auch nicht. Ich sag Orange. Das ist auch gut. Okay, Grün versus Violett. Denken Sie beim Mischen von Gasen an diese Regel. Jawohl, machen wir. Jetzt übrigens, wenn ich auf Vollbild schalte, habe ich interessanterweise auch 16 zu 9. Aber im Fenstermodus eigentlich nicht. Es ist verhext. Moment mal, das ist nicht die Bibliothek. Wir sind hier gar nicht in der Bibliothek, oder? Das ist das Problem an der ganzen Sache. Deswegen kommen wir hier nicht weiter. Wo ist denn die Bibliothek? Warte mal. Ich weiß jetzt natürlich nicht mehr, wo die Bibliothek ist, aber ich gehe mal ums Eck. Ich gehe mal raus, ums Eck. Nein, ich will das Tagebuch nicht lesen. Lass mich. Ich gehe mal raus und ums Eck und hoffe, dass wir da dann hinkommen. Kannst du das Spiel Echoes of Living? Muss mal reinschauen. Kommt Ende 23, Anfang 24. Das kommt mir sehr bekannt vor. Das kommt mir sehr bekannt vor. Es gibt viele... es gibt viele so Horror- und Survival-Horror-Spiele, die ich aktuell auf dem Schirm habe, die in nächster Zeit erscheinen. Aber ich kann die vom Namen her nicht mehr zuordnen. Ich bringe die alle durcheinander. Das ist, glaube ich, eins davon. Auf jeden Fall. Das ist auch nicht die Bibliothek. Ich werde mich beschweren. Ich glaube, ich brauche eine Wegbeschreibung. Sonst kommen wir da nicht hin. Ich meine, so viel gibt's nicht, ne? Ich kann jetzt eh nur einen Weg zurücklaufen. Den gehe ich mal. Kommt jetzt nicht wieder mit irgendwelchen Aufzügen oder Himmelsrichtungen. Doch, Himmelsrichtung geht sogar, wenn ihr euch an der Karte orientiert. Das wäre sogar gut. Ach, das war die Bibliothek. Das sah für mich nicht wie eine Bibliothek aus. Aber gut, dann gehen wir nochmal rein. Wie kam es eigentlich dazu, dass du bei Andi im Podcast warst? Kennt ihr euch persönlich? Also davor kannten wir uns nicht persönlich. Der hat mich einfach angeschrieben und gefragt, ob ich mal Bock hatte. Und das war kurz vor Weihnachten. Da bin ich sowieso zu meiner Familie gefahren und da lag der so ein bisschen auf dem Weg oder zumindest kein großer Umweg. Und dann haben wir gesagt, ey komm, passt doch perfekt. Ach guck mal, das ist doch nett. Machen wir doch mal was. Komm ich doch mal vorbei. Und so war das. Eine ereignislose Geschichte eigentlich. Okay. So, und hier soll noch irgendwo ein Bildschirm sein, da hinten. Okay. Ein Terminal für das Management der Schlüsselchips. Datenspeicher zu öffnen. Die Schlüsselchip-Daten können hier eingegeben und der Datenspeicher von hier durch... Was? Bitte was? Was soll ich hier eingeben? Ich habe einen Stecker, ich benutze den mal. Nein, schade. Ich habe eine ID-Karte. Ich habe einen Fingerscanner. Ich habe einen Schraubenzieher. Ich habe eine Schlüsselkarte L. Ich habe das da. Kann das sein, dass ich für das nicht das Richtige habe? Brauche ich hier noch irgendwas? Du warst eben richtig.
Das kenne ich mich nicht aus. Dadurch, dass die alte Datenspeicher. Dadurch, dass die so versetzt sind, versteht ihr? Habe ich keine Ahnung, was hier eigentlich los ist. Wo sind wir? Wo müssen wir hin? Hi, Unicorn. Hallo. Wie geht's? Was zur Hölle machen wir hier? Also, sag mir mal jemand, wo die Bibliothek ist. Befinde ich mich gerade in der Bibliothek? Ist diese Bibliothek mit uns im Raum gerade? Oder ist das... Ich bin eher in so einem Datenspeicherraum, oder? Wo ist denn die Bibliothek? Die Bibliothek ist doch nicht das da über mir. Ich glaube, du brauchst zwei Schlüsselkarten. Okay, dann fehlt uns eine Schlüsselkarte. Das ist natürlich auch blöd. Ja, dann gehe ich jetzt zurück. Oh, es ist zu lange her, dass wir das gespielt haben. Dabei ist es exakt eine Woche her, ne? Aber ich kann mich nicht mehr erinnern, was ich gemacht habe und was wir machen wollten und wie es weitergeht. Ich gehe jetzt wirklich nochmal zurück und klapper mal die ganzen Räume noch hier unten ab. Vielleicht habe ich irgendwo was übersehen. Oh, dann gute Besserung. Hi Kino, Dino, guten Morgen. Ich habe jetzt zumindest den Code 7248 und rot, grün, blauer, orange, grün, violett notiert. Ich weiß nicht für was, aber zumindest haben wir haben zwei Sachen, zwei Lösungen. Ich habe nur die Rätsel dafür noch nicht gefunden. Das ist doch auch schon mal gut. Ich laufe jetzt einfach mal zurück. Gucken wir mal, wo wir hinkommen. Wenn hier irgendwo das Donkey Kong L-Schloss zum Beispiel auch wäre, auch das könnten wir schon öffnen. Aber ich habe keine Ahnung, wo. Soll ich mal versuchen, den Rollladen hier zu öffnen? Nichts. Na, okay. Schade. Die Rolladen bleiben anscheinend geschlossen. Oh Gott. Naja. Und sonst so bei euch? Dino Crisis 2 flutscht besser. Beim DC1 stocke ich auch immer zwischendurch. Ich habe ja noch nie irgendein Dino Crisis gespielt tatsächlich. Das ist, ich spiele das komplett blind. Das ist quasi jetzt mein erster Versuch, mich da so durch das Spiel durchzukämpfen. Und ich muss sagen, eigentlich hat es mir oder macht es mir auch Spaß. Ich finde es eigentlich echt ganz cool. Also der letzte Stream, die letzten 3 Stunden, dachte ich mir so, ja okay, hätte mir damals echt gut gefallen. Schade, dass ich das damals nicht auf dem Schirm hatte. Aber jetzt gerade laufe ich halt seit 20 Minuten rum und weiß echt nicht mehr, wo ich hin soll. Sollen wir echt mal mit dem Aufzug fahren? Keine Ahnung. Die Bibliothek ist in Bielefeld, dammit. Das heißt, die Bibliothek existiert gar nicht. Das ist kein Aufzug. Um Gottes Willen. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Oh nein. Ja, mal gucken. So, hier müsste eine Tür sein. Ah, das ist der Aufzug. Okay. Schauen wir mal nochmal. Ob ich irgendwo was übersehen habe. Ja, fahren wir nochmal auf F1. Ich habe ja keine Ahnung. Ich bin jetzt echt gespannt, wenn wir mit Resident Evil 3 durch sind und dann Resident Evil Survivor auf dem Plan steht. Ich habe das wirklich noch nie gespielt, ich habe es nur mal gesehen. Und, also natürlich schon öfter mich damit beschäftigt und sowas, aber nie selber gespielt. Aber ich habe jetzt mal auf How Long to Beat geguckt und ich glaube, das Spiel dauert auf How Long to Beat, wenn man es so normal casual durchspielt, ungefähr 2 Stunden oder so.
Da habe ich mir auch gedacht, so, what? Und der Nachfolger, Survivor 2, das aber dann erst nach Veronica kommt, wenn mich nicht alles täuscht, das dauert 40 Minuten laut How Long to Beat. 40 Minuten, dann ist das durchgespielt. Da müssen wir mal gucken. Vielleicht packen wir irgendwie, müssen wir irgendwie so zwischenpacken. In einen Stream mit anderen Sachen auf jeden Fall. Hallöchen, kann mir jemand kurz erklären, was Dino Crisis ist? Ist das eine Mod von Resi? Nee, das ist ein eigenständiges Spiel. Im Grunde ist das so ein bisschen die zweite, zumindest zu seiner Zeit durchaus, würde ich sagen, größere Survival-Horror-Franchise, die Capcom gepublished hat. Und das kam quasi zeitgleich, also im selben Jahr wie Resident Evil 3. Deswegen habe ich das jetzt als Bonusspiel für Resident Evil 3 ausgewählt, zusammen mit Silent Hill. Weil alle drei kamen eben im selben Jahr und das war so ein bisschen das Jahr, in dem Survival Horror aufgeblüht ist. Und das ist ein damals für die PlayStation 1 offiziell erschienenes Spiel. Keine Mod und gar nichts. Also das ist ein ganz normales, offizielles, richtiges Spiel. Er ist kaputt. Jetzt schaue ich mich hier auf der Ebene nochmal genau um. Also, ich fände es nicht abwegig, Hunter zu domestizieren. Ich muss mal kurz durchlaufen, ich höre Dinosaurier. Danach. Hello, ihr zwei. Lasst euch von mir gar nicht stören. Dann könnte man für jede Einheit zum Beispiel eine Art Hunter basierend auf Hunter 2 einsetzen. Ja, aber ich verstehe den Nutzen nicht ganz. Weißt du, ich meine jetzt, wenn du jetzt so eine Einheit wie die BSAA bist, dann solltest du ja nicht unbedingt irgendwelche krassen Biowaffen benutzen, die da reingehen und Menschen links und rechts zerfetzen, ne? Weißt du, wie ich meine? Du solltest ja da vielleicht ein bisschen nicht unbedingt mit den krassen Waffen deiner terroristischen Antagonisten ins Gefecht gehen. Das kommt nicht so gut einfach. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie ein Hunter großartig nützlich sein soll, außer um Menschen zu zerfetzen. Da wären doch irgendwie, wenn wir schon Biowaffen nutzen wollen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, was weniger aggressives, was eher infiltrieren kann oder so. Ich sehe nicht wirklich einen Nutzen für Biowaffen, außer wenn du Terror stiften willst. Jesus, das ist ja völlig an mir vorbeigegangen. Ich denke auch, dass Dino Crisis nicht so populär war wie Resident Evil. Die Teile sind dann auch immer mehr in Richtung Action-Game gegangen. Der zweite war schon sehr viel actionreicher als der erste und der dritte ist dann komplett durchgedreht. Im dritten ist es komplett eskaliert. Da spielen wir auf einer Raumstation mit Jetpack und Alien-Dino-Hybriden, aus denen irgendwelche Alien-Maden platzen und so. Komplett crazy. Also das hat nichts mehr mit dem zu tun, was wir hier spielen. Und die Franchise ist daran auch relativ schnell dann gescheitert und naja, war nicht so erfolgreich. Deswegen ist die auch relativ früh dann schon gestorben. Aber eine Konsolengeneration hat sie überlebt. Die Tür ist verschlossen. Eine Trilogie hat es geschafft. Die Tür ist verschlossen und es ist nirgends ein Schloss oder etwas Vergleichbares zu finden. Spiel! Gib mir doch mal Hinweise, was wir tun müssen. Die Tür neben dem Computer muss während der Experimente unbedingt verschlossen bleiben. Nichts Nützliches. Da haben wir die Notiz mit dem Gas. Was haben wir hier? Nix. Was haben wir hier? Auch nix. Ja, das hat es ja mit domestiziert auf sich. Quasi so trainieren, dass sie nur Bioterror-Einheiten ausschalten und Unschuldige. Ja, aber es kommt halt trotzdem nicht gut. Es kommt halt trotzdem nicht gut, wenn du als Regierungseinheit oder zumindest von Regierung finanzierte Einheit irgendwie ein Monster in ein Gebäude schickst, das dann die ganzen Terroristen zerfleischt links und rechts. Das sollte man halt nicht machen. Das kann man halt nicht bringen. Schon allein der Einsatz von einer Biowaffe und dann auch noch wirklich, um alles zu zermetzeln, ist einfach nicht cool. Hey Landsquid, wie läuft's? Wo kann man Dino Crisis 1, 2, 3 herbekommen? Legal natürlich. Also legal musst du dir das auf jeden Fall für die Originalkonsolen besorgen. Ich glaube nicht, dass es irgendwie ein HD-Remake oder irgendwas dafür gibt.
PlayStation 1, PlayStation 2 Originalversionen. Und wenn du die Originale besitzt, dann ne, wird es ja in der Regel toleriert, dass du das auch emulierst und auf dem Emulator spielst und so weiter. Das ist ja dann okay. Aber ja. Auf der Anzeige steht, genau, das ist der Schlosscode. Ich glaube, wir müssen echt nochmal hoch. Hier unten ist irgendwie nichts mehr. Ich, keine Ahnung. Ja, ja, das sind beides, also Resident Evil und Dino Crisis sind beides Capcom-Spiele. Parasite Eve ist auch ziemlich cool, ne? Da hat ja Square Enix quasi... Warte mal, wir haben einen Schraubenzieher gefunden. Können wir den nicht vielleicht irgendwo benutzen? Ah, guck mal, es ist festgeschraubt. Hey, als ob ich's gespürt hätte. Ganz tief in mir drin hat eine Stimme gesagt... Nutz den Schraubenzieher. Möchtest du die Schrauben lösen? Ja, bitte, um Gottes Willen. Gib mir irgendeine Progression. Du musst das jetzt nicht bedienen. Ach, nein. Ich dachte, wir hätten es gefunden, Leute. Achtung, rühren Sie diese Steuerung nicht an. Es sei denn, das Schlosssystem versagt. Ja, ja. Schade, das brauche ich anscheinend erst später. Oh, ich dachte, wir hätten es geschafft. Ich war so froh. Ich dachte für einen kurzen Moment, jetzt geht's weiter. Progression! Aber nix da. Okay, großer Bildschirm. Was sagst du denn? Eine Simulation läuft auf einem Supercomputer. Die Ergebnisse der Berichte wurden auf einem Monitor angezeigt. Okay. Kleines Kästchen. Genau, das sind die beiden Schlitze für irgendwelche Schlüsselkarten, die ich aber auch nicht habe. Ah, es macht mich fertig. Ich glaube, in Dino Crisis... Ah, aha, mein Bein ist eingeschlafen. Ich glaube, Dino Crisis gab es auch auf dem GameCube. Echt? Muss ich mal schnell gucken. Gucken wir mal, Dino Crisis, der erste Teil, ist erschienen. Ah ja, für den GameCube anscheinend nicht, aber für die Dreamcast, okay, und auch für Microsoft Windows. Könnte sein, dass man es vielleicht ne, unter Windows noch irgendwo herkriegt und zu laufen kriegt, das ist wahrscheinlich eher das Problem. Aber das wäre dann vielleicht, wenn du die Originalkonsolen nicht hast, ja, der einfachste Weg. Der zweite Teil, sehe ich gerade, ist ja für die PlayStation zumindest noch recht gut bewertet worden sogar. Ich dachte, da waren die Leute schon unzufrieden, aber da war scheinbar nur der PC-Port komplett kaputt. Aber die Original-PlayStation-Version ist ja scheinbar noch gut angekommen. Dino Stalker ist ja quasi der dritte Teil der Survivor-Serie. Da war eben Resident Evil Survivor, Resident Evil Survivor 2, Dino Stalker und... das auf dem Schiff, das Resident Evil, war dann der vierte Teil. Wie hieß es? Dead Aim, genau. Also da ist eine vierteilige Spielereihe, wo einfach mal mitten unter drei Resident Evil-Teilen ein Dino Crisis Spin-Off drin war plötzlich. Warum nicht? Und dann kam Dino Crisis 3 und ne, Dino Stalker und Dino Crisis 3 haben die Reihe dann so ziemlich gekillt, kann man sagen. Naja, genau. PlayStation, Dreamcast, Microsoft, PlayStation 2, Xbox... Ein Remake wäre auf jeden Fall cool. Bleibt es dabei, dass wir nachher mit Resident Evil 3 fortfahren? Nee, nee, heute nicht. Wir haben ja gestern den Stream noch zum Laufen gebracht, einigermaßen, und konnten zumindest noch 2 Stunden ganz gut spielen. Deswegen machen wir heute nicht mehr mit Resident Evil 3 noch weiter. Wir haben gestern quasi sogar noch mal eine Bonusstunde drangehängt. Die PlayStation-Version müsste aber auch immer mal wieder bei eBay drin sein, bestimmt. Ich frage mich, ob das eins von diesen Spielen ist, die man nur sehr teuer kriegt.
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wie viel da der Marktwert ist so. Was machen wir denn? Dino, hilf mir. Sag mir, was ich tun soll. Doofer Dino. Schade, dass die dadurch, glaube ich, keine HP verlieren, ne? Sonst könnte man einfach warten, bis sie tot sind. Clever Girl. Okay. Also hier gäbe es noch Bereiche, in die können wir aber nicht gehen, weil wir dieses Rolltor nicht öffnen können. Keine Ahnung, wie wir da hinkommen sollen. Aber hier ist auch nicht unser Zielpunkt. Aber das Problem ist, unser Zielpunkt ist nirgends. Wir haben aktuell keinen Zielpunkt. Das Spiel sagt uns nicht, wo wir hin müssen. Ich habe keine Ahnung. Wir kommen nicht in das Labor. Ich hab keine Ahnung. Ja, leider keine Ahnung. Dino Crisis PlayStation bei Amazon für 60 Euro. Hm. Ja, mal gucken. Es könnte echt nach allem, was ich drüber gelesen und gesehen habe, könnte mir der zweite Teil tatsächlich besser gefallen. Wie der erste. Insofern, vielleicht, wenn wir irgendwie mal noch Zeit haben, schauen wir uns den vielleicht nochmal an. Kann ich mir schon vorstellen. Earth Freedom ist jetzt ein Bird Rider. Yeah, dankeschön Earth Freedom für deinen Prime Sub im 23. Monat. Dankeschön. Das ist so viel Zeit und so viele Monate. Dankeschön. Es sind fast 2 Jahre. Nice. Freut mich sehr. Ja, gerade von solchen Spielen, ne, sollte Capcom halt einfach wirklich eine Collection rausbringen. Genauso natürlich von Resident Evil 1 bis 3, die Originaltrilogie. Gerne auch mit Code Veronica, oder? Wobei Code Veronica kriegt man ja noch einigermaßen auf den neueren Konsolen. Das habe ich jetzt erst gestern schon mal in Vorbereitung, weil gerade Black Week ist, für die Xbox nochmal gekauft, digital für 2,99 €, glaube ich. Also Code Veronica ist ja gut konserviert, das kriegt man ja für die aktuellen Konsolen noch. Aber 1, 2 und 3, die Originale, kriegt man einfach nicht mehr. Die kann man nach GameCube quasi, sind die für nichts mehr erschienen. Und selbst in irgendwelchen Online-Shops kriegt man die kaum noch. Ich glaube, den ersten kann man, genau, den ersten Teil kann man auch auf der PlayStation 5 spielen. Das haben wir ja auch gemacht. Aber auch nur, wenn man PlayStation Plus Premium Deluxe hat. Sonst geht's auch nicht. Aber Original 2 und Original 3, da wird schon schwieriger. Und das ist schade. Einen kleinen Menschen ins Bett bringen, macht das. Das ist immer gut. Hilfe! Wo bin ich? Wo muss ich hin? Ich guck jetzt dann echt in eine Lösung. Ich habe keine Ahnung. Ich guck mal was. Ich suche mir jetzt dann wirklich eine Lösung, ein FAQ oder ein Walkthrough, ein Guide. Und dann gucken wir mal, was ich vergessen habe. Das ist halt in solchen Spielen teilweise echt blöd, ne? Es kann halt sein, dass ich irgendwo in irgendeinem Raum ganz am Anfang vom Spiel irgendwas halb liegen lassen und deswegen kommen wir jetzt nicht weiter. Aber ich habe halt weder einen Hinweis noch einen Marker auf der Karte. Ich habe ja nicht mal irgendwie ein Missionsziel. Ich weiß überhaupt nichts jetzt. Ich weiß überhaupt nicht, was das Spiel gerade von mir will. Wir waren überall, also muss ich irgendwas übersehen haben. Das ist wirklich ein bisschen frustrierend gerade leider. Dino Crisis Guides, FAQs etc. Guide Walkthrough von Chandu G. is recommended. Dann schauen wir mal.
Oh, das wird jetzt auch schwierig, die Stelle zu finden, an der wir waren, ne? Und wenn es dann heißt, jetzt benutzt die beiden Schlüssel an der und der Konsole, dann wird es nochmal schwieriger. Aber das finden wir schon raus. Ich scroll mal ganz weit runter. Das ist jetzt ein Textguide. Zeig mal, was du im Inventar hast. Genau, das kann ich gerne machen währenddessen. Das ist nämlich auch ein guter Anhaltspunkt. Das habe ich mir auch gedacht. Das könnten wir auch machen, dass wir gucken, welche Schlüssel-Items habe ich denn und wo kann ich die benutzen. Vielleicht kommen wir nämlich auch so weiter. Ich habe nämlich hier zum Beispiel die Donkey Kong Disc E und die Eingabe Disc E. Hätte ich beides im Inventar. Wo benutze ich das? Das wäre zum Beispiel interessant. Habe ich da irgendwas übersehen zum Beispiel? Ich suche mal in irgendeinem Wiki. Disc E. DDK Code Disc E. Werden wir doch wohl irgendwas finden. Dino Crisis Wiki. Purpose. It can be used to release the DD key lock for the experiment simulation room. Hä? Hä? The experiment simulation room. Da soll man das angeblich benutzen. Weil da waren wir doch schon, wo die Simulation war. Da musst du die Tür für E finden. Ja, das wäre gut, ne? Aber hey, ich glaube, so weit bin ich in der Story nicht. Die erzählen mir irgendwas von Vortex-Simulationen. Die dritte Vortex-Simulation. Ich habe noch nicht eine gefunden. E-Schlüssel kommt erst später. Eben, ne? Aber den habe ich schon im Inventar. Nee, ich habe nicht beide L. Ich hab eine Schlüsselkarte L. Da könnte ich auch mal gucken, wo wir die benutzen. Das stimmt. Schlüsselkarte L. Ich sollte das noch richtig schreiben. Das hilft, glaube ich. Keycard L. Genau, ich bin hier in einem englischen Wiki. Aber er hat es erkannt. Hä? Dino Crisis Keycard L. Gucken wir mal. Keycard L, da ist es. Keycard L ist a Keycard in Dino Crisis. Opens Experiment Simulation Room. Aha. Die Keykarte L öffnet genau den Raum, in dem wir dann die Donkey Kong Karten E benutzen sollen. Aber wo ist denn der Raum? Wie gesagt, musst du die Schlüsselkarte in der Bibliothek benutzen, aber da fehlt eine zweite. Okay, warte mal, dann suche ich mal Library im Wiki. Library Room. Werden wir schon, da investigieren wir uns jetzt durch. Könnt ihr das sehen, wenn ich euch den Browser hier reinschiebe? Nicht. Übertrag nur das Fenster leider nicht. Schade. Aber es ist so interessant, ist es eh nicht. Ich scroll mich nur durch ein Wiki durch. Also. Library. Items. Ach, warte mal. Die Library ist tatsächlich der komische Raum mit den ganzen Kisten überall. Okay, das habe ich jetzt verstanden. Da finden wir unter anderem den B1 Keychip. Den haben wir, glaube ich, gar nicht. Ich sollte echt nochmal... Und die Keycard R. Okay, wir gehen wieder in die Library. Offensichtlich muss ich einfach nur ein bisschen die Augen aufmachen und gucken. Und dann klappt das. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ob ich da wirklich einfach nur was übersehen habe. Kommt mir gerade so vor.
Eine Schlüsselkarte L fehlt dir. Es gibt zwei davon. Ich schaue jetzt mal nochmal in die Library und guck mal, ob wir da wirklich noch Items irgendwo übersehen haben in den einzelnen Fächern. Und wenn das nicht fruchtet, dann gucken wir nochmal wegen der zweiten Schlüsselkarte L. Das ist auch ein guter Anhaltspunkt. Tür E. Oh, guck mal. Wie kleine Hündchen warten sie vor der Tür, bis wer rauskommt, um gegessen zu werden. Hallo, Schweizer. Okay, das hier ist die Bibliothek. Jetzt gehe ich mal alles ab. Oh. Ah, manchmal passiert's, ne? Manchmal kommen die durch Türen. Die werden auch immer zäher, ne? Regina, wir haben keine Zeit für den Blödsinn. Wenn ich mich nicht darum verdrücken würde, wäre es echt gut. Aber das ist immer das Problem, wenn man relativ zeitgleich so viel ähnliche Spiele spielt. Und bei allen ist die Tastenbelegung so leicht anders. Okay. Puh. Ich habe mich erst kurz gefreut, weil ich dachte, wir hätten irgendeinen Trigger ausgelöst, der uns wieder weiterbringt. Ne? Aber gut, okay, gucken wir mal. Alle Datenspeicher sind elektronisch verschlossen. Der Schlüsselchip mit den richtigen Daten muss zum Öffnen benutzt werden. Vielleicht liegt's daran. Vielleicht brauche ich irgendwie den richtigen Schlüsselchip für irgendwelche Fächer. Okay, 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 okay. Jetzt verstehe ich schon langsam wenigstens die Logik hier, ne? Ein Terminal für das... Genau, und hier gebe ich die Schlüsselchips ein, damit die Datenspeicher geöffnet werden. Ich verstehe das jetzt erst, wie das hier funktionieren soll. Okay, jetzt mal ganz ruhig. Wir haben aber keinen einzigen Schlüsselchip, leider. Ich habe den Stecker, den kann man nicht nutzen. Ich habe das hier, kann man nicht nutzen, kann man nicht nutzen. Kann man nicht nutzen, kann man nicht nutzen. Kann man nicht nutzen, okay. Gut, dann müssen wir noch mal einen Schritt zurück. Dann wartet mal. Bla 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 bla. The player will have to pass through this room a few times in a normal playthrough. First, if you just want to explore the area ahead, then you have to go through here in order to rewrite the key chip. And to gain access to the data storage, which holds the keycard R. Hä? If you side with Gale, blah blah blah. If you side with Rick, bypass this room. Escape tunnel. The data storage with red and green category. Ach so, nee, da ist ein Raptor. There is a terminal in which the B1 key chip can be rewritten. This enables player to unlock the correct data storage. To rewrite the key chip, enter the number blah blah blah. The B1 key chip, okay? Das arbeiten wir uns so vor. Wir brauchen den B1 Keychip. Den haben wir vielleicht irgendwo übersehen. B1 Keychip. Wo kriegen wir den her? Da kommen Zombies auch. Ja, ja, genau. Gibt's bei Resident Evil auch manchmal. Hast du den Gasraum schon gemacht? Nee, den Gasraum habe ich noch nicht gemacht. Ich habe schon eine Anleitung dafür gefunden, wie man den macht, aber ich habe den Gasraum selbst, ich weiß nicht, wo der ist, oder ich komme nicht rein.
It can be used to unlock the data storage in the library. The key, bla bla bla. Ja, wo ist er denn? Ich will die Location wissen. Gas Experiment Room. It's given by a dying man inside the gas experiment room. Und wo ist der Gas Experiment Room? Lore-Videos zu Dino Crisis wären auch nice. Ich kann es mir zumindest vorstellen. Zumindest mal so grundsätzlich die Story erklären, ne? Ich meine, ich habe schon so meine Theorien, worum es geht, aber ich tappe da aktuell auch noch im Dunkeln. Warst du am Tresor beim Chefbüro? Ah, da kann ich mich leider nicht mehr so genau erinnern. Da, wo du die Anleitung bekommen hast. Aber was kann ich denn in dem Raum machen? Nee, der Raum sieht anders aus, auf jeden Fall. Ich komme ja nicht in den Raum rein und ich weiß nicht, warum. Ja, okay, gehen wir nochmal schnell hoch in den Raum. Gucken wir mal. Ich bin am Verzweifeln hier. Cooles Spiel, bis jetzt. Cooles Spiel. Geh in den Speicherraum, da ist ein Computer, den du benutzen kannst. Okay, gucke ich nochmal rein. Ach, dammit, wir haben uns hier selber eine blöde Falle gestellt, ne? Gut. So. Der Speicherraum. Gucken wir mal, ob ich einfach nur da was übersehen habe. Wäre cool. Würde mich freuen. Ups, verdammt. Das hier ist der Speicherraum, oder? Genau, hier haben wir mit dem Schraubenzieher die Klappe abgemacht. Leider können wir das noch nicht benutzen. Hier ist irgendein großer Bildschirm, da läuft eine Simulation. Da können wir nichts machen. Links und rechts sind zwei Kartenleser, mit denen können wir aber auch nicht interagieren. Ich habe ehrlich gesagt nur den Kartenleser versucht. Ich weiß nicht, ob es was bringt, wenn wir mal nur mit dem anderen interagieren. Mal gucken, ob wir da irgendeine Keycard benutzen können. Den Stecker nicht, aber ich versuch's trotzdem. Nee. Okay, das geht auch nicht. Hier ist tatsächlich noch ein leuchtender Bildschirm, ne? Vielleicht kann man sogar mit dem noch interagieren. Der liegt nur so nah am Dokument. Ah, tatsächlich kann man da mit dem interagieren. Das hätte ich nicht gedacht. Experimentalbereich. Steuerprogramm läuft. Schlosszustand an. Wollen Sie das Schloss öffnen? Ja. Ach Gott, Leute. Einfach nur an dem blöden Bildschirm vorbeigelaufen. Seit einer Stunde. Naja, seit 50 Minuten. Lang genug, auf jeden Fall. Oje, oje. Spielst du das zum ersten Mal? Ja, zum ersten Mal. Okay. Geben Sie die Bereichsnummer ein zum Öffnen. Was war die Nummer? 7248. 7248. Bereichsnummer bestätigt. Das Schloss der Gasraumtür ist nun offen. Oh mein Gott, ich hasse das Spiel gerade so dermaßen hart. Nee, nicht wirklich. Let's go. Jo, danke Van Damme für deinen Tipp, der die Situation lösen konnte. Ich werde, glaube ich, wirklich eher nochmal das obere Stockwerk komplett abgelaufen, von oben bis unten, bevor ich nochmal in den Speicherraum gegangen wäre, weil da habe ich einfach dreimal alles durchsucht. Ich dachte mir, ne, da geht es sicher nicht mehr weiter. Okay, dann ist jetzt die Tür offen und wir können jetzt sterben am grünen Gas oder so. Hey, Dreadlegs, wie geht's?
Wie steht die Leitung? Ich will es nicht verschreien, aber im Gegensatz zu gestern ist heute bis jetzt alles gut. Okay, wir haben hier rotes, blaues und grünes Gas. Rot neutralisiert grün, blau-orange und grün-violett. Und da sitzt ein toter Mann drin oder sterbender Mann. Dort sind drei Knöpfe. Mit ihnen wird das Gas in den Gasraum geleitet. Welchen Knopf willst du drücken? Rot, grün, blau, Abbruch. Also, das Gas ist jetzt gerade eher so gelb, ne? Blau hilft gegen orange. Ich mach mal blaues Gas. Entschuldigung, komischer Kerl da drin. Ich hoffe, ich töte dich jetzt nicht noch mehr. Jetzt ist es fast ein bisschen grünlich, oder? Dann machen wir mal rotes Gas mit rein. Oh Gott, das ist, glaube ich, nicht gut. Und jetzt ist violett, jetzt brauchen wir grün. Und jetzt ist es wieder grün. Ach so, jetzt brauchen wir rot. Und jetzt ist es rot. Er sollte dir nicht wegsterben. Ja, ich bin mir auch nicht sicher, ob es ihm gut geht da drin. Ich weiß nicht, ob ich das richtig mache. Ich habe nichts, was gegen Rot hilft, ehrlich gesagt. Blau hilft gegen Orange. Aber ich habe das Gefühl, wir drehen uns irgendwie im Kreis. Ich sehe mich mal noch mal kurz im Raum um. Entschuldigung, hustende Person. Ich hole dich gleich raus. Alles gut. Ich muss noch mal schnell gucken, ob mir irgendeine Information fehlt vielleicht. Bei Benutzung der Gaskammer muss das elektronische Schloss unbedingt geschlossen sein. Hinweis für das Gasmischexperiment. Der für Menschen tödlichste Giftigkeitswert des Gases ist 85% und alles darüber. Je näher die Farbe des Gases an einer der Grundfarben, rot, grün und blau, oh Gott, desto giftiger ist das Gas. Wenn ein Gas durch das Mischen unsichtbar wird, sind die Toxine neutralisiert. Okay, Kunst vierte Klasse. Wir haben jetzt sowas Bläuliches, ne? Ich glaube, wenn wir jetzt grün reinmischen, dann wird's irgendwie gelb oder so? Es ist sehr grün geworden. Und jetzt machen wir einfach wieder rot. Nee, da steigt's wieder. Damn it. Entschuldigung, machen wir blau. Machen wir grün. Ja, aber was mache ich denn jetzt? Mache ich wieder blau. Es steigt immer, egal was ich mache, es steigt. Verdammt. Ja, oder der tut mir auch echt voll leid. Guckt ihn euch an. Das ist uncool. Soll ich mal zweimal grün nehmen? Aber eigentlich ist das keine gute Idee, weil dann steigt es ja noch näher in Richtung Grundfarben, oder? Ja, das war keine gute Idee, aber es war ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Guck, er hustet nicht mehr. Ihm geht es ein bisschen besser. Jetzt würde ich aber wieder rot nehmen. Das war gut. Oh, das war sehr gut. Und jetzt ist es sehr orange und da brauchen wir jetzt definitiv blau. Nice, wir haben es geschafft. Ich weiß nicht genau jetzt wie, aber es hat funktioniert. Cool. Da würde er sich freuen. Imagine, das ist dein erster Arbeitstag. Hi, Fjorel, wie geht's? Gonna be okay. What happened? T-Virus. Umbrella. Wenn er das sagen würde. What are you planning, Kurt? I'm here with the rescue team. Where is Dr. Kirk? Here. This will give you access to his
Exmo. Na super, dafür habe ich ihn jetzt gerettet. So, und jetzt haben wir den B1-Schlüsselchip und den brauchen wir in der Bibliothek. Oh, dieser blöde Bildschirm, der aber direkt neben dem Dokument liegt. Ich dachte, ach, ist ja egal, los geht's, let's go. Ich würde mich schon allein deswegen tatsächlich gern mit der Dino Crisis Lore beschäftigen, weil ich frage mich, ob's... Oh Gott. Warum mache ich das eigentlich? Andererseits würde er nur verhungern, wenn ich es nicht mache da drin, ne? Tja, Schnuppergas, Bösewicht. Boah, der tut mir schon voll leid irgendwie. Ich weiß nicht, ich fühle mich nicht gut. Das Spiel macht, dass ich mich nicht gut fühle, ehrlich gesagt. Naja, auf jeden Fall würde ich mich schon gerne mit der Lore beschäftigen, tatsächlich hinter dem Spiel. Vor allem, weil ich gerne wissen würde, ob die Resident Evil Lore und die Dino Crisis Lore vereinbar sind. Oder ob es in einem der beiden Spiele irgendwie Punkte gibt, wo man ganz klar sagen kann und muss, okay, nee, leider spielen die definitiv in unterschiedlichen Universen. Ich wäre nämlich ein sehr großer Fan davon, wenn die vereinbar wären. So, jetzt, die Hinweise brauche ich nicht mehr. Ich poste mal meinen Spickzettel, den ich mir vorhin in den Twitch-Chat geschrieben habe, auf Twitch. Könnt ihr mal sehen, wie meine Notizen so aussehen. So, und jetzt gehen wir in die Bibliothek. Ich gehe durch den Safe Room. Ich glaube, das ist der leichteste Weg. Sonst müssen wir wieder die beiden Dinos aus ihrem Laserkäfig befreien. Warum stirbt er trotzdem? Meinst du jetzt der gerettete Kerl oder der Dino? Ich frage mich, warum ich einmal den roten Knopf drücke und sofort schlägt alles auf 85 aus und ist super tödlich. Das ist schon ungewöhnlich, finde ich auch. Der Typ hat noch ein Item bei sich. Ich hätte ihn nochmal untersuchen müssen. Ah, ich hasse es, wenn Spiele sowas machen. Wirklich wahr. Aber gut, wir gehen nochmal zurück. Ist ja gut, dass du es mir sagst. Nicht, dass wir wieder in die gleiche Situation kommen wie jetzt. Oder vorher. Das ist aber schon gemein, ne? Dieses... Das macht ja auch... Ist kein wichtiger Gegenstand. Dann lassen wir es, weil mein Inventar ist eh voll. Das macht ja auch Resident Evil 2 gemeinerweise, ne? Wenn Makendo zum ersten Mal durchsucht, heißt es ja auch nur so, er hat aufgehört zu atmen. Und dann, beim zweiten Mal, kriegt man erst die Schrotflinte bzw. Armbrust schon vorzeitig. Eine Sache, die beim Resident Evil 3 Remake geil ist, ist, dass das Intro so aussieht... Als spiele das alles in der echten Welt. Selbst die Ärzte, Wissenschaftler, die beim Nemesis operieren. Ja, das war ja auch irgendwie so eine Live-Action-Sequenz im Remake, ne? Ich möchte nicht wissen, was im Blut war, welches Nemesis aus seinem operativen Schlaf geweckt hat. Die haben da wirklich irgendwas mit Schauspielern gedreht, offensichtlich. Menü! Wie benutze ich dich? Ich weiß nicht mehr. Aha, die Bibliothek ist genau gegenüber. Ich hätte da rein gewusst. Ja, ich befürchte, ich habe den Kerl einfach so mit den verschiedensten tödlichen Gasen zubombardiert, dass er dann... Das hat auch nicht mehr geholfen. Okay, cool. Objects. B1-Schlüsselchip nutzen. Warte mal kurz. Wo habe ich es? Genau hier. Auf dem Chip stand 3, 6, 9, 5, glaube ich. Die Zahlen wurden bestätigt. Zeige die magnetische Datenmuster-Dingens.
für Speicher 3695 an. Bitte überschreiben Sie das Magnetmuster des Schlüsselchips. Okay. Ach, höher als so komme ich nicht. Ah, okay. Bauen wir uns ein Türmchen aus Schlüsselchips. Nimmt der immer zwei? Weil wenn der immer zwei nimmt, muss ich jetzt echt überlegen. Wir brauchen ganz unten ein leuchtendes. Und dann ein leeres. Bauen wir es uns so zusammen. Dann brauchen wir zwei leuchtende. Dann brauchen wir zwei leere. Warte mal, ganz unten das leuchtende. Ja, genau. Und dann das Türmchen. So, hübsch. Key information matched. Rewriting data. Habe ich nicht auch eine Roboterstimme irgendwo? Key. Key information matched. Rewriting data. Dateien überschrieben. Datenspeicher 3695 meine ich natürlich. Verzeihung, auch Maschinen sind nicht unfehlbar. Die Anzeige wurde eingeschaltet. Okay. Okay, gut. Dann. Cool. Aha. Er macht doch jetzt auf hier. Alle Datenspeicher sind elektronisch verschlossen. Der Schlüsselchip mit den richtigen Daten muss zum Öffnen benutzt werden. Habe ich das nicht gerade gemacht? Muss ich das jetzt hier nochmal benutzen oder was ist los? Ah, tatsächlich. Aha, Schlüsselkarte R aufgenommen. Jetzt haben wir die Schlüsselkarte L für links und R für rechts. Eventuell, ne? Vielleicht. Im Speicher ist eine Memo. Willst du die Memo lesen? Sehr gerne doch. Paul. 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 Nee, warte mal, das ist... Ich nehme die Stimme, ist ja egal. Paul, die haben wir heute noch nicht benutzt. Ich habe den Hinweis endlich. Diese Schlüsselkarte ist zum Betreten des Geheimlabors nötig. Die einzige Chance reinzukommen besteht während des heutigen Experiments. Hol sofort die anderen Karten. Sie ist im Raum des Chefs. Ich höre, die Geheimcodes stehen auf dem Steuerfeldschlüssel des geheimen Safes. Okay, wenn wir das geheime Labor finden, ist alles gelöst. Das überlasse ich dir. Viel Glück, gezeichnet Mike. Okay, okay. Wir müssen irgendwie ins Chefsbüro. Ist das der einzige Datenspeicher, den wir öffnen können? Ich gehe nochmal alles ab, ob wir noch irgendwo anders was leuchten haben. Bei dem waren wir gerade, oder? Ich gehe mal lieber nochmal ran. Ja, okay, das war der. So solltest du mal mit der Robocop-Stimme, ja. Okay, das war das. Ich habe heute tatsächlich Robocop gespielt. Und es ist schon ziemlich cool, ne? Es ist schon ziemlich cool. Es ist schon ein sehr lustiges und sehr cooles Spiel. Gefällt mir echt gut. Okay. Was eigentlich jetzt? Wir haben jetzt... Lasst uns mal nochmal gucken. Wir haben jetzt die Schlüsselkarte L und R. Eine Karte, die ein elektronisches Schloss öffnet. Aber ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht genau, für was wir die benutzen. Das Büro vom Chef wurde erwähnt. Ich habe leider keine Ahnung, was das Büro vom Chef sein könnte. Das kommt noch dazu. Naja, die Macht findet einen Weg, oder? Laufen wir einfach mal nochmal in den Speicherraum. Vielleicht ist das das Büro vom Chef. Ich weiß es nicht. Jetzt geht's in den Speicherraum. Ja, okay, perfekt. Guck.
Habe ich mir schon gedacht. Oh, bleib doch liegen. Alles gut. Ich wollte dich gar nicht wecken. Das Büro des Chefs war im ersten... Die erste... Aber war das das mit dem T-Rex oder so? Weil von dem ist nicht mehr viel übrig. Ja, ich hätte gehofft, dass ich hier reingehe und dann kommt eine Cutscene und jemand sagt, hey, du hast beide Schlüsselkarten, lass sie uns gleichzeitig benutzen. Okay. Schauen wir mal. Hier benutze ich jetzt mal die Schlüsselkarte links. Vorausgesetzt, ich komme irgendwann mit der Steuerung klar. Dieses Schloss kannst du nicht alleine öffnen, tatsächlich. Ah, okay, ja. Es ist doch so ähnlich, wie ich gehofft habe. Regina? I finally made it to the entrance of the doctor's lab. Good work. The door looks like it needs two people working in tandem to unlock it. Sit tight. I'll be right there. So, what's our status? Here, take this. Ready? Set. Go! Okay, on three. One, two, three. Er hat gesagt on three, aber dann war's one, two, three, zack. Er hätte es sagen, ist ja egal. Wir haben es ja geschafft. Let's go. Ich speichere mal. Das haben wir nämlich gut gemacht. Gut gemacht, Team. Batsch. High five. Durch den Äther. Okay. Wurde mit dem digitalen Diskschlüssel gesichert. Überprüfe das Gerät an der Tür und stelle das Donkey Kong System ein. Welcher Buchstabe ist denn das? Ein Donkey Kong Gerät. Mit E. Ich hoffe, die haben wir. So. Wie war das jetzt gleich nochmal? Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie das funktioniert hat. Und jetzt haben wir noch irgendwas anderes gelesen. Ich habe mich noch beim letzten Mal drüber lustig gemacht, wie schlecht das Sicherheitssystem ist. Und jetzt weiß ich wirklich nicht mehr, wie die Codes funktionieren. Wie war das? Eins, ich muss glaube ich die Anleitung nochmal lesen. Aber eins steht für A, zwei für B und so weiter. Aber das sind dann die Buchstaben, die benutzt werden sollen? Nee, das sind die Buchstaben, die nicht benutzt werden sollen, oder? Glaube ich. Hallo, Boko, wie geht's? Darf ich die Lösung sagen? Ja, kannst du gerne auch einfach machen. The Ball. Horror. A, B, C, D, E, F und H. H, H, F. Ich habe keine Ahnung. Die Zahlen stehen für die Buchstaben, die nicht benutzt werden dürfen. Genau, das habe ich mir schon gedacht. Warte, 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 warte. Ich will es doch nicht wissen. Ich schaue nicht in den Chat. Ich ignoriere euch mal ganz kurz, sorry. Ich muss mir nur kurz notieren. A, B, C, D, E. Oder? A, B, C, D, E, G und I sollen nicht benutzt werden. Ne? Und dann wäre das Lösungswort. T ist cool. H ist cool. E ist nicht cool. Aber gleichzeitig sollen auch, glaube ich, in den verschiedenen Zeilen die gestrichen werden, oder? War das nicht so? Muss ich das T und H von oben nicht mit dem T und H in der zweiten Zeile kürzen? Ich glaube schon. Ach, scheiß drauf, Digga. Energie. Ich glaube, Third Energy. Thief. Darf man den allgemeinen Hinweis für diese Tür geben? Nur den ersten Buchstaben.
Ich glaube, es war ja auch irgendwas von wegen, ne, irgendwelche Zahlen sagen einem, welche Zeilen man benutzen soll oder so. Ich habe es leider echt vergessen. Es ist zu lange her. Ich muss mir, glaube ich, anfangen, zu den Bonusspielen Let's Plays zu machen, weil wenn so eine ganze Woche immer dazwischen liegt und ich währenddessen andere Sachen spiele, ich vergesse so Sachen einfach. So Spiele sind nicht dafür gemacht, dass man die so lange liegen lässt und nur ein paar Stunden immer spielt. Für H, wer Head, für N, wer Newcomer, für L Laboratory. Fällt dir was auf? Was? Nee. Aber ich versuche einfach mal Energie. Moment, auf Deutsch? Nee. Das ist Dino Crisis. Versuchen wir mal. Ups, ganz falsch. Energy. Ah, Energy war es auf Englisch einfach. Okay, alles klar. Diese lustigen Geräusche. Ich hätte die. Hey, ich glaube, ich will die als Windows Sounds. Das wäre schon geil. Anstatt dieses Blonk als Fehlermeldung. So ein. Das hätte schon was irgendwie. Das Donkey Kong Schloss ist jetzt offen. Speichern wir. Pew. Ich hätte jetzt echt gerade nicht gecheckt, was das Rätsel von mir will, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Weil E's hätte ich grundsätzlich rausgestrichen. Aufgrund der Zahlenfolge unten. Ich muss mir wirklich die an. Wenn wir nochmal so ein Donkey Kong Schloss finden, muss ich mir einfach nochmal die Anleitungen durchlesen, wie die funktionieren. Ja, wir haben genug gespeichert, Spiel. Lass mich jetzt raus hier. Hilfe! Haben wir wirklich gespeichert? Ich bin mir nicht sicher. Ich speichere nochmal. Das ist irgendwie wirklich voll komisch, weil B und X sind beides Zurücktasten, aber in unterschiedlichen Menüs haben die unterschiedliche Funktionen. Ne? A ist immer bestätigen, aber B und X sind beides immer Zurücktasten, je nachdem, wo man sich befindet im Menü. Das ist wirklich weird. Ist wirklich weird. Also auf meinem Xbox-Controller, auf der Original-Playstation wären es natürlich andere Tasten gewesen. Aber ja, es gibt zwei Back-Tasten, je nach Kontext. Die Third Energy. Eine unendliche Energiequelle, die versehentlich Dinosaurier aus der Vergangenheit beschwört, oder? So ähnlich wird es sein. Es ist eine Art Simulation. Dort sind drei Schalter. A, dritte Energiekreislauf-Initialisierung. B, Initiator einstellen. C, Stabilisator einstellen. Welchen Schalter betätigen? Ich mache erstmal nichts. Ich muss mich hier erstmal ein bisschen umschauen. Ich weiß überhaupt nicht, was hier geredet wird. Dieses Gerät zeichnet die Arbeitsbedingungen der Simulatoren auf. Okay. Ein Computer zur Analyse von Forschungsdaten. Der Ort der größten Energieeffizienz wird in einem dreidimensionalen Graphen dargestellt. Okay, ein Regal, das verdächtig nach ich kann verschoben werden aussieht. Und dann liegt plötzlich wieder irgendwas bling am Boden statt im Regal. Ich frage mich, ob die da irgendwie Probleme damit hatten. Weil, wisst ihr vom Game Design her, ob die Probleme damit hatten, Sachen einfach in Regale zu legen. Und dann haben sie gesagt, ja, weißt du was, scheiß drauf, Digga, lass uns einfach die Regale verschiebbar machen. Das haben wir schon in Resident Evil so gemacht. Das ist gut, das machen wir wieder so. Warte mal, durch den Anbau werden die Nachladezeiten eliminiert. Heißt das, ich muss nie wieder irgendein Gewehr nachladen? Aber warte mal, ist das wirklich für ein Gewehr? Ich habe kein Gewehr. Aha, das war für die Schrotflinte. Und jetzt muss ich nie wieder die Schrotflinte nachladen, oder was? Okay. Gut, nehmen wir. Dr. Kirks persönliches Terminal. Es wird zur Datenanalyse benutzt und kann die Notluke entriegeln.
Wollen wir das nicht machen? Die Notluke entriegeln? Nein? Okay, dann machen wir es nicht. Da liegt auch ein Dokument. Ah, da hinten liegt außerdem ein Item. Was ist denn das? Pfeile S. Die nehmen wir mit. Stimmt, ne? Habe ich nicht irgendwo noch eine Armbrust rumliegen oder sowas? Man hätte ja auch so Einschlafpfeile und sowas. Mir sind Spiele schon lieber, wo ich einfach rumballer und alles kaputt mache. Ich sag's euch ganz ehrlich. Auch Survival-Horror ist mir lieber, wenn ich alles kaputt ballern kann. Sieht aus wie ein Tagebuch eines Forschers. Willst du es lesen? Ja. Jetzt geht mir ein bisschen die Stimme aus, aber machen wir mal... Nee, das ist keine Stimme. Nein. Nein. Die. Machen wir die wieder. Es ist einfach... Es ist einfach, jegliche Art von Energie zu entfesseln. Die wirkliche Aufgabe ist es, sie zu kontrollieren. Die Verbesserung des Initiators hat die Energieeffizienz maximiert. Dem zum Trotz waren wir unfähig, den Stabilisator-Sicherheitsmechanismus seit dem Unfall von vor 3 Jahren voranzubringen. Die dritte Energietheorie wird die Geschichte der Menschheit drastisch verändern. Doch solange es ein unsicheres Element bei der Kontrolle dieser Energie gibt, selbst wenn die Problemwahrscheinlichkeit bei nur 0,1% liegt, ist all meine Arbeit völlig vergebens gewesen. Die Dämmwirkung des Stabilisators, den wir heute Nacht benutzt haben, war ungenügend. Der Bereich, der von überschüssiger Energie beeinflusst wurde, hatte einen Radius von etwa 1 Kilometer. Das Ergebnis des heutigen Experiments wird den Militärs gefallen. Die riesigen Kreaturen, die nach seinem Abschluss erschienen sind, haben mich enorm inspiriert. Wichtig ist jetzt, diesen Ort unversehrt zu verlassen. Sobald ich alles analysiert habe, werde ich den Komplex durch den Keller evakuieren. Gut gemacht, Dr. Kirk. Okay. Ein Simulator, das sind 3 Schalter. Energiekreislauf initialisieren. Initiator einstellen. Stabilisator einstellen. Initiator einstellen. Stabilisator einstellen. Energie initialisieren. Energie. Und habe ich jetzt noch mehr Dinosaurier in einem Bereich von 1 Kilometer beschworen? Oder was haben wir gerade gemacht? Hey Nation. Boom, ja, ich habe mir auch gedacht. Es ist nichts, wir sind nicht tot, es ist nichts explodiert. Gucken wir mal. Ich mach's nochmal anders, wartet mal. Ach so. Da nicht genug Energie für die Simulation zur Verfügung steht, wird das System nicht gestartet. Na gut, okay. Können wir dann bitte den Notausgang benutzen oder so? Eine Fluchtluke für Notfälle. Sie ist mit elektronischem Schloss verriegelt. Ja eben, aber da steht doch, ich kann es damit öffnen. Dr. Kirks persönliche Notluke entriegeln. Oh, okay, keine Ahnung. Was machen wir denn jetzt hier? Das ist wieder typisch. Vielleicht müssen wir nur rausgehen und dann kommt wieder eine Cutscene mit dem Kerl, der uns gerade geholfen hat oder so. Ich mach das mal. Gucken wir mal, ob dann was passiert. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Eventuell ist Dino Crisis 2 wirklich eher meins. Why? This operation is taking way too long already. Nach. Warning. The emergency system has been activated. What's going on? Oh, Kirk must have tripped off a security system. That fool. What's your status, Regina? I'm reading an emergency lockdown in your section. We're trapped inside here. Kirk must have triggered it off. We didn't touch anything. Can you clear it? I'll see what I can do.
wrong with this thing? Cool it, Gale. We'll find a way outside. Ich hab da schon so eine Idee, Gale. Ich hab da schon so eine Idee. Ist vom Computer verschlossen. Dammit. Gale, wir sind so gut wie tot. Gale, ich hab noch eine Idee. Ich hab noch eine Idee. Möchtest du das Bedienfeld benutzen? Bitte. Was? Oh Gott. Ich verstehe nicht ganz. Ich verstehe nicht ganz. Ah, okay, ich verstehe. Eieiei, wartet mal. So stimmt's. Ach so, warte, das leicht muss so sein. Und das muss dementsprechend eigentlich so sein. Moment, shit. Ich habe gedacht, nämlich, ich orientiere mich einfach am schwarzen Feld. Es gibt überall ein schwarzes Feld, ne? Das muss das da unten im Eck sein, aber das stimmt gar nicht. Aber das stimmt trotzdem. Hä? Ich glaube, das erste war schon falsch. Nochmal von vorn. Eins nach dem anderen. Ach so, müssen gar nicht alle Teile stimmen? Oh, das ist ja gemein. Okay. Ich überschreibe quasi falsche Teile mit richtigen Teilen. Ich verstehe. Das ist ja ein cooles Rätsel eigentlich. Die Musik suggeriert mir nur, dass wir bald alle sterben. Muss ich die in der Reihenfolge benutzen? Weil sonst würde ich gern erst das da benutzen, dann das da und dann das da. Mist, stimmt leider trotzdem nicht ganz. Okay. Ach so, ich überschreibe das ja. Nee. Dann müssen wir erst A benutzen, dann das hier. Und dann das hier. Jetzt stimmt's. Ach nee, das letzte stimmt wieder nicht. Ach, come on. Nee, jetzt stimmt das zweite wieder nicht. Ja, aber das zweite jetzt nirgends stimmt. Okay, ich schätze mal, ich habe hier nicht wirklich Zeitdruck. Lassen wir uns mal Zeit und gucken mal, was am logischsten ist. Hier stimmen die beiden Kurven ums Eck. Das ist schon mal gut. Wir brauchen aber definitiv ein Teil, wo das Ende, das letzte Teil stimmt. Und das haben wir aktuell nirgends. Das erste Feld haben wir nur hier. Das zweite hätten wir auch hier. Also das wäre schon mal gut, so wie es ist, denke ich mal. Das ist grundsätzlich auch okay. Aber dann müsste man... Das geht nur, wenn wir das so drehen, dass das erste in der zweiten Reihe und das letzte stimmen. Und das kann das Teil leider nicht leisten. Nee. Das heißt, das müssen wir nochmal überdenken. Da müssen wir eins von den anderen definitiv ändern. Auch wenn es so gut aussehen würde. Aber das geht leider nicht. Wir können mal gucken, so. Wenn wir das so nehmen, das drauf klatschen, dann sieht das grundsätzlich gar nicht so schlecht aus. Vielleicht. Vielleicht passt es so. Yes! Na also. Schön. Warning. The emergency lockdown has been bypassed. You have 10 minutes until this section is sealed off. We'd better get moving.
We've bypassed the door lock and we're on our way out. That's great. But the entire underground area is crawling with dinosaurs. You'll never be able to make it through there. Don't sweat it. I'll take them all out one by one if I have to. Brilliant plan, fearless leader, but I have a better one. These readouts tell me there's an emergency escape hatch in the dock's private quarters. You should be able to make a clean break to them. Are you sure? Yeah. Das machen wir auch. But there's one problem. The hatch is password locked through the mother system. Forget it. If you can't crack the code before the dinosaurs rush in, we'll be completely trapped. I know. You just have to trust me. I don't. Ich speichere mal. Fine. What about you, Gina? Make your choice. Ich bin dafür, dass wir durch die Luke kriechen, ehrlich gesagt. Das kommt mir irgendwie klüger vor. Die Dinos sind ziemlich tough. Ich weiß nicht, ob wir uns da durchschießen sollten. Let's go. Speicher vorher. Let's go. Habe ich wirklich gespeichert? Wenn das Spiel mir nichts anzeigt und nicht kurz ruckelt oder so, habe ich immer Angst, dass er nicht speichert. Aber speichern wir hier mal. Okay. Okay, let's go. Got it. I just cracked into the mother system. Good work. But that's just the beginning. The release code for the hatch automatically rewrites itself periodically. We have access, but we're down to two chances to clear it. So let's make sure we get it the first time around. I'm going to force the system to display the release codes. Make sure you enter them exactly as displayed. Let's do it. So. C. R. B. F. Ah, oh Gott, muss ich mir sogar merken, wo die angezeigt werden. C. A. B. F. A. The code matched. Nächste. B. A. E. B. Y. 7. Heidoken. Okay. Schauen wir mal. B, A, E, B, F, C, A. Der Code passt nicht mal oben rein. Okay, let's go. Dritte Reihe. Jetzt wird's ernst. Almost there. Oh, was? Zählt nur C, schätze ich, oder? A. F. B. Wie Büsseldorf. C. Wie Clownschule. Und A. Wie Alpaka. Und C. Wie nochmal Clownschule. Und E. Wie Elron. Okay. C, A, F, B, C, A, C, E, let's go. Ich hab sie selber mitgeschrieben, keine Sorge.
Zaffpetatze! Zaffpetatze! Oh Gott, ich muss wieder ins Spiel klicken. Hold it. Dr. Kirk, we've come to help. Dramatic chipmunk, Dr. Kirk. We're representatives from your nation's government. My nation? I'm touched. And what do you government agents want with me? Shut up. You're coming with us if I have to knock you out and drag you back myself. Well, according to the government, I'm officially deceased, correct? If that's the way you want it, I'd be more than happy to oblige. So what'll it be, genius? Relax, agent. My study is nearing its final stages. Magnificent, isn't it? But I can't leave before I've analyzed the final results. I don't give spit about your results. I'm taking you back under orders, so shut up and follow me. Regina, locate the communication facility and call in the extraction chopper. Chopper, get to the chopper. I have rights. According to command, you're government property, pal. I suggest you take it up with them. No! They can't do this to me! They deserted me 3 years ago and now they want me back? This is preposterous! Preposterous! Then shoot me, you idiot! You lame, flat-top, jar-headed... Shut up! Where's the communication room? Ist er da gerade kahlköpfig? Oder ist nicht sehr kahlköpfig? I need a card to access that. Das Spiel ist auch sehr gut abgemischt, ne? Man hört die fast reden vor lauter Musik. Fine. Nee, ich bin eine KI. Ich bin nur KI generiert. Ich bin nicht echt. So, we're all set then. I'll meet you at the heliport. Hey, wait, where are you going? Eine Stimme zu simulieren war schon lange leicht, aber jetzt geht's auch mit Video mittlerweile. I'll drop this guy off with Rick. Now get moving. Unfinished business. Wir haben endlich wieder einen Zielpunkt. Danke, Spiel, dass du uns wieder sagst, wo wir hin müssen und uns nicht einfach im Dunkeln tappen lässt. Ah, schön. Okay, let's go. Wo? Ach, das ist jetzt aber tatsächlich wieder oben, ne? Glaube ich. Ja, genau. Ach, war das nicht der... Ist das der... Nee, der Computerraum ist es nicht, oder? Ah, egal. Gehen wir einfach hin. Moment mal, sind wir jetzt wieder da, wo ich schon mal mit dem Kran... Ich kenne mich gar nicht mehr aus. Let's go. Gehen wir einfach mal irgendwo hin. Yep. Der Tote hat ein Memo. Willst du es lesen? Heute erledigt. Die neuen Donkey Kong für den Laborbereich vorbereitet. Haben wir das schon gelesen? Hier waren wir doch schon. Morgen muss ich in den Computerraum und Dr. Kurtz Rechner zu warten. Ich glaube, ich habe gestern einen Donkey Kong beim großen Aufzug... Ja, das haben wir schon gelesen. Dankeschön. So, lass mich kurz auf die Karte gucken. Wir sind hier. Aber von hier kommen wir doch irgendwie hoch, glaube ich, dachte ich. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie wieder nach oben, das schaffen wir schon. Hope it's not Chris. Ja, das stimmt. An der Stelle hoffe ich auch, dass es nicht Chris' Torso ist, der da liegt. Ich möchte ein Crossover. Ich möchte ein Dino Crisis Resident Evil Crossover. Ich möchte, dass das offiziell im gleichen Universum spielt. Ich möchte, dass zufällig irgendwo Dinosaurier-Tests gemacht werden.
Also versehentlichen Dinosaurierausbruch mit der dritten Energie und dadurch tauchen Dinosaurier in einem Umbrella-Labor auf und das kommt dann zur Katastrophe und der T-Virus wird freigesetzt und neben Menschen und Vögel und Hunden und was alles so in der Umgebung ist, werden auch Dinos infiziert. Und dann gibt es neben normalen Dinos und normalen Zombies auch noch Zombie-Dinos. Und Regina und Chill müssen gemeinsam Seite an Seite die Dinokalypse verhindern. Das wäre mein Skript. So, von mir aus auch, muss gar nicht in die Lore passen. Das kann so ein Paralleluniversums-Crossover meinetwegen sein. Wisst ihr, so von wegen, was wäre, wenn in Raccoon City noch ein geheimes Labor hier von Dr. Kirk gewesen wäre oder sowas. Bin ich dabei. Klingt ambitioniert. Zombiesaurus Chi. Genau. Zombiesaurus Rex. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, inwiefern Dinosaurier durch den T-Virus noch bedrohlicher werden sollen, als sie eh schon sind. Aber die Natur findet einen Weg, glaube ich, wenn sie will. So, jetzt gucken wir mal, dass wir irgendwie hier einen sinnvollen Weg finden. Ich muss leider immer erst durch die Türen gehen, damit ich weiß, wohin die Tür führt. So ein kleiner Pfeil, der in der Richtung zeigt, wäre schon immer sehr hilfreich. Jetzt bin ich zum Beispiel durch die falsche Tür gegangen. Ah, hier. Gut. Das wäre dann Dino Crisis 4. Ja, genau. Resident Crisis. Dino Evil. Ich bin für Dino Evil. Das klingt sehr dämlich. Resident Dino ist, glaube ich, das Beste. Resident Dino Crisis wird sogar vielleicht ein bisschen am meisten Sinn machen. The Evil... Resident... Evil Dino Crisis. Die lokale böse Dino-Krise. Das wäre doch ein guter Name, finde ich, oder? Die lokale böse Dino-Krise. Fände ich sehr gut. I hope it's not Crisis Blood, sagt dann jemand. Ah, der war so doof. Den fand ich gut. Ah, wir hätten eine andere Tür nehmen müssen. I hope it's not Dino Crisis Blood. Ja, genau. Und dann wird Chris Redfield wird mit irgendwas infiziert und dann wird er ein halber Dino. Dann wird er selber zum Hunter, basically. Und dann heißt er Dino Chris. Und dann sagt man immer, I hope it's not Dino Chris's Blood. Naja, ah, ist schon okay. Ich hör auf. Okay, jetzt einfach geradeaus durchflutschen und schon sind wir am Zielort. Let's go. Yeah, DJ Leg in the house. Lass mich wieder weiterspielen, so. Ups, Mikro geboxt, muss auch mal sein. Damit du nicht vergisst, wer hier der Chef ist. So Mikros und Mikrofonständer vor allem sind wie die Imps bei Dungeon Keeper. Die muss man ab und zu watschen, damit die effektiv arbeiten. Sonst kommt es zu Fehlern. Es ist so. Ich glaube, die Müdigkeit kickt rein gerade. Ich fange wieder an, sehr albern zu sein. Ein Sicherheitssteuerfeld. Der Monitor zeigt das Erdgeschoss. Was machen wir denn jetzt hier drin eigentlich? Wir sind jetzt am Ziel angekommen. Ich habe ehrlich gesagt nicht aufgepasst, was sie geredet haben. Er hat gesagt, dann bring mich doch um. Und ich habe mir gedacht, naja, dass den Dialog gerade damit eröffnet, dass du offiziell tot bist schon. Insofern, ne, wer sollte dich aufhalten, so ungefähr. Aber gut. Also, wer würde dich vermissen, besser gesagt. Fahren wir mal Aufzug. Ich mache mir jetzt mal einen Spezi auf. Mein Stream-Spezi. Prost. Stream Spezi ist der beste Spezi. So.
Inventar voll. 00 Schrot. Stimmt eigentlich. Ich könnte vielleicht mal husten und dann mal gucken, ob wir irgendwas kombinieren können. Zum Beispiel die Pfeile S und die Pfeile M. Und daraus werden Pfeile S++. Und schon haben wir wieder einen Platz frei. Und können hier mal einpacken. Mehr Schrot. Cool. Ich speichere das mal. So. So mag ich das schon lieber, ne? Wenn das Spiel kurz hängt und ich denke mir schon, oh Gott, ist es jetzt abgestürzt, hat es sich aufgehängt, dann weiß ich wenigstens, dass es funktioniert hat. Das mag ich ganz gerne. So oft passiert gar nichts auf dem Bildschirm und dann denke ich mir so, hat das jetzt wirklich gespeichert oder... Da blinkt was so komisch. Das ist aber nix. Das elektrische Feld ist instabil. Vielleicht ist die Antenne die Ursache des Problems. Eine Aufzeichnung. Die Antenne wird ab 21 Uhr aufgrund des Experiments vorübergehend eingefahren. Okay. Danke für die Info. Was ist das für ein auffälliger Kasten? Auf dem Kasten steht das Folgende. Antennenschlüssel. Nur im Notfall benutzen. Ist es ein Notfall, wenn überall riesige Dinos rumlaufen, die einem essen wollen? Ja, müsste man wahrscheinlich erstmal einen Antrag stellen. Den Passierschein A38 erstmal beantragen. Hier waren wir schon. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt hin müssen. Erstmal nochmal speichern zum vierten Mal und dann geht's weiter. Wer frisst denn wen? Die Saurier, die Zombies oder die Zombies, die Saurier? Alle sich gegenseitig. Wahrscheinlich infizieren sich die Saurier sogar am ehesten noch, weil sie Zombies essen. Und dann werden sie zu Zombie-Saurier, die noch mehr, die dann auch Dinos essen. Ha. Aber dann könnte man nämlich auch ganz neue Gegnertypen einführen. Nämlich eigentlich harmlose Pflanzenfresser, die aber cool sind, wie der Stegosaurus oder Triceratops. Oder Zombie-Brachiosaurus. Und dann geht's aber ab. Das ist das Potenzial. Ja, 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 ja. Am Anfang war ich mir nicht sicher, was jetzt an einem Zombie-T-Rex irgendwie so viel krasser sein soll als an einem normalen T-Rex. Aber ein Zombie-Brachiosaurus und ne, diese ganzen harmlosen Pflanzenfresser zombifiziert, da sehe ich Potenzial drin. Da macht das alles dann so ein bisschen Sinn. Spiel, könntest du mir nochmal ein Ziel bitte geben? Als ob ich noch wüsste, wo irgendwas mit einer Antenne ist. Woher soll ich denn das wissen? Ich gehe mal da rein. Ich hoffe, das Spiel ist nett. Ich denke jedes Mal, dass der Stream hängt. Ja, das ist noch der Schock von gestern. Flugzombisaurier, genau. Einen untoten T-Rex gibt's bei World of Warcraft, nehme ich an. Nichts. Es gibt keinen Strom. Aber hier ist tatsächlich irgendwas mit Funk, ne? Moment, ich muss das nochmal kurz von vorne lesen. Ich weiß nicht, ob wir das schon gelesen haben, nämlich. Als Ergebnis des heutigen Experiments kam es zu starken Magnetstürmen. Ja, ja, das haben wir, glaube ich, schon gelesen, ne? Als Vorbereitung muss der Waffenschrank... Ja, ja, das ist alt, das ist ein alter Hut. Kleine Luke zur Wartung der Antenne. Können wir die jetzt nicht öffnen? Schade. Ich dachte, irgendwas mit der Antenne müssen wir jetzt machen, aber wir haben keinen Strom aktuell. Ah, gut, dass ich nochmal geguckt habe. Das ist ein Schloss für den Antennenschlüssel. Ah, das ist aber schon manchmal echt schwer zu erkennen, mit was man jetzt interagieren kann und mit was nicht, finde ich, oder? Eieiei. Okay. Ey, ich wäre fast schon wieder gegangen, ohne Witz. Let's go. Diddlidip. Der Aktionsschlüssel wurde benutzt. Aktivierungsschlüssel. Achso, warte mal. Ich finde die Stimme jetzt wieder ewig. Nicht. Hallo? Nee. Ist schon zu spät. Nein, zu spät. Ich muss mal die Knöpfe neu sortieren, damit ich meine Stimmen alle auf einem Feld habe und nicht immer durchschalten muss. Ist das eine Raygun? Eine Rail-Raygun?
Ach, das ist ein der Antennenschüssel, okay. Satellitenanlage. Das macht Sinn. Ist doch basically das Gleiche. Das Schaltfeld aktiviert die Antenne. Müssen wir jetzt hier noch irgendwas machen? Oder haben wir das jetzt quasi schon? Kleine Luke. Keine Ahnung, was wir jetzt machen müssen. Jetzt musst du wieder in den anderen Raum. Na wunderbar. T-Rex-Time! Diesmal kein Zombie. Noch nicht. Gina, what happened? The emergency lock on the second floor has just been activated. Hat gerade der T-Rex die ganzen Schlösser zugeschlossen? Do something about it. Don't sweat it. Bam! Okay, let's go, Regina. Das ist schon eine coole Stelle, ne? Eine coole Sequenz. Gefällt mir. Wow, schnell steh auf. Gehen wir in die Tür. Sie ist abgeschlossen. Oh, das ist ungünstig. Dann schießen wir. Nein, ich drück die falschen Tasten. Zurück mit dir. Shit, er hat uns gemampft. Hi Navy Seal, wie geht's? Wir wurden aufgegessen, aber zum Glück habe ich gequicksaved. Nee, keine Wiederbelebungsmunition. Medizin. Hier, bam, los geht's. Let's go. Oh, ich sehe gerade, dass die Bitrate schon wieder in den Keller geht, verdammt. Wenn der Stream noch eine Stunde stabil bleiben könnte, das wäre ganz lieb. Danach ist egal. Okay. What? Come on! Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie wir den bekämpfen. Das sieht gemein aus. Ich muss nochmal nach der Cutscene speichern. Denn sonst müssen wir uns die immer wieder anschauen. Ich kann die auch nicht skippen. Gina, what happened? The emergency lock on the second floor has just been activated. I'm a bit busy right now. Do something about it. Don't sweat it. Shit. Ich habe gerade kurz nicht aufgepasst. Und wisst ihr, wo ich jetzt gespeichert habe? Warte, ich kann mal laden. Oh, ich habe anscheinend doch nicht gespeichert. Ich dachte, ich habe in dem Moment gespeichert, als er uns gegessen hat. Alles gut. Haben wir gerade wieder Lags, oder? Schade, schade. Aber zum Glück sterbe ich gerade dauernd. Ihr verpasst nicht viel. Insofern halb so schlimm. Ich habe keine Ahnung, wie wir gegen den kämpfen sollen. Ohne Witz. Damn it. Was machen wir denn jetzt? Ja, wahrscheinlich getimed. Ich versuch's mal.
Oh, okay. Let's go, Regina. Eieieiei. Unschön. Aber cool. Die T-Rex-Sequenzen sind cool. Give you the abridged version. Mission complete. Scrub the initial plans and pick us up at the heliport immediately. The heliport? This entire island's a bloodbath. The only survivor not on the team is the doctor. I'll give you the details later. Just get back here and pick us up ASAP. Roger, I'm on my way. Cool. Hätten wir das auch. Wohin jetzt? Wahrscheinlich nicht mehr raus zum T-Rex? Ah, gut. Regina, what's the situation? The chopper's on its way here. Great. Don't waste any time. And remember, use the main entrance to get to the heliport. Haupteingang. Gut, gut. Warum ist die Musik gerade so dramatisch? Haben wir Zeitdruck oder so? Habe ich was nicht mitbekommen? Sie hat zumindest keinen Stress. So, kurz auf die Karte gucken. Eigentlich ist der Weg, glaube ich, relativ leicht. Geradeaus hoch, geradeaus durch. Okay. Die Musik stresst mich voll. Mach mich fix und fertig. Speichern wir erstmal in Ruhe. Sind wir jetzt schon am Ende etwa? Nie, oder? Ah. Nein, nicht speichern. Ich will nicht nochmal speichern. Es ist so, du hast schon. Ganz kurz gucken. Ja, müsste schon passen. Okay. Und jetzt kommt T-Rex mit Raketenwerfern auf dem Rücken nochmal. Oh nein, ich hasse die. Hauen die jetzt den Hubschrauber? Oder hauen die mich? Ich laufe einfach mal weiter. Ich habe keine Ahnung. Bin ich noch richtig? Ich laufe einfach weiter. Lauf! Lauf, Regina! Ganz egal, was passiert. Lauf! Nicht die Mama! Verdammt, das war die falsche Tür, Regina! Da müssen wir rein. Go, go, Power Rangers! Hey, jetzt kommen die Hero-Dinos! Finde deine 7 Dino Balls. Muss ich jetzt noch irgend so ein Kranrätsel lösen, bevor es... Was? Naja. Oh, wir finden jetzt erst die Granatenpistole, ey. Come on, dann ist doch unmöglich Endgame. Wir haben aber keine Munition für die Granatenpistole. Zumindest noch nicht. Aha, Inventar voll. Moment, dann mixen wir uns schnell was. Pfeile. Und wieder... Oh nee, warte mal, mit einer Wiederbelebung will ich die eigentlich nicht mixen unbedingt.
Gut. So. Granaten. Sehr gut. Dann nehmen wir den Granatenwerfer mal. Dann speichere ich hier an der Stelle mal. Damit die Musik extra dramatisch wird. Und jetzt, let's go. Go, go, Regina Ranger. Ist das hier wirklich ein Schieberätsel? Ich finde es ein bisschen komisch, nämlich wenn man zu der Musik und in der Dramaturgie gerade ein Schieberätsel machen muss. Aber es ist grundsätzlich okay für mich. Es ist nur so, okay, what? Tatsächlich. Naja, okay. Gut. Ah, oh, die schiebt die auch wirklich bis zum bitteren Ende. Kann ich nicht abbrechen. Na gut. Dann schieb mal. Ist ein bisschen antiklimatisch hier an der Stelle positioniert, dieses Schieberätsel, oder? Die unfreiwillige Spannungskurve. Genau. Hier, hörst du die spannende Musik? Hier, nimm noch den Granatenwerfer mit, weil jetzt wird's richtig krass. Und oh oh, jetzt hier noch, na, bla bla, Granaten mitnehmen. Und dann so, ja, aber jetzt erstmal ein bisschen Schieberätsel, komm. Ach so, nee, die Musik lassen wir laufen. Na, musst du schon noch mal ein bisschen weiterschieben, bitte. Kann sie das jetzt nicht weiterschieben? Bin ich... Hä? Pappkartons, nichts Nützliches. Wenn sie den jetzt nicht mehr schieben kann, habe ich irgendwie ein Problem. Aber warum sollte sie den nicht mehr schieben können? Was ist denn jetzt los? Hallo? Was? Oh ja, das ist aber so Säbelzahntiger und Mammut. Die wären doch auch was für Dino Crisis. Gibt's sowas im zweiten Teil? Hey, warum kann sie denn die Kiste jetzt nicht weiterschieben? Aber ich hätte die auch nirgends anders hinschieben können. Kann ich das Rätsel irgendwie resetten oder? Was ist jetzt los? Rätsel falsch gemacht. Das sieht so aus, ne? Und jetzt? Game over, oder was? Nur super. Ach so, oder muss ich mir hier eine Brücke machen? Komm, spring übers Geländer. Nee, auch nicht. Hä? Du musst den Raum resetten, hast es falsch gemacht. Mit rein und wieder rausgehen. Aber was habe ich denn bitte falsch gemacht? Ich verstehe überhaupt nicht, was das von mir will. Warum kann ich denn die Kiste da unten nicht mehr weiterschieben? Das ist ja ungewöhnlich. Ich kann mal... hier die Kiste vielleicht mal verschieben und die andere stehen lassen und dann schauen wir mal, ob sich da neue Muster ergeben. Aber ich komme da überhaupt nicht vorbei, wenn ich die verschiebe. Das macht überhaupt keinen Sinn. Weil ich kann ja nicht aufhören, die zu schieben. Der schiebt ja bis... sie schiebt ja bis zum bitteren Ende. Ne, doch nicht. Okay. Aha, okay, gut. Das ändert schon mal ein bisschen was. Aber bringt mir ehrlich gesagt, glaube ich, absolut nichts. Na doch, doch ein bisschen. Hä? Ich verstehe es trotzdem nicht. Wenn ich die jetzt nach vorn schiebe... Nein, nicht! Oh, das wollte ich überhaupt nicht. Oh. Wenn man die Kisten nur einmal ein bisschen... Weißt du, muss man nicht mal einen Knopf drücken. Wenn man die nur berührt, fängt sie schon zu schieben an. Und das wollte ich jetzt gerade überhaupt nicht.
Ich kann mir nämlich vorstellen, dass ich da ran muss vielleicht. Das sieht so ein bisschen aus wie eine Treppe. Nee, ist es nicht. Also Teil 3 sieht schon, verrückt aus. Sieht schon irgendwie spannend aus, auf jeden Fall. Kann ich irgendwo auf die Kisten und ich muss mir vielleicht eine Brücke aus Kisten machen? Das wird vielleicht auch noch Sinn machen, finde ich. Ach, sie kann die Kiste aber auch nicht da hochschieben. Ist ganz komisch. Die Schieberegeln sind seltsam, ne? Aber jetzt können wir hier wieder nicht weiter. Jetzt kann ich die Kiste nur in die Richtung schieben. Okay, muss ich mir nochmal von oben anschauen. Jetzt gehen wir nochmal, resetten wir das Ganze nochmal und schauen uns das nochmal in Ruhe an. Und gucken mal, was das Spiel eigentlich von uns will, vor allem. Aber ich komme hier nirgends hoch, oder? Nee, auch wenn es so aussieht, auch wenn sie easy drüber klettern könnte, aber gut. Okay, gucken wir mal kurz. Wenn ich die Kiste, wenn ich mit der anderen Kiste anfange, dann könnte ich die Kiste nach vorne schieben, die da rein. Aber bringt's mir irgendwas? Bringt's mir irgendwas, wenn ich das mache? Ja, ich verstehe es jetzt. Okay, alles gut, dann machen wir es so. Aller guten Dinge sind drei. Okay, let's go, Regina. Du schiebst und ich sitze währenddessen hier und schaukel auf meinem Stuhl rum. Während du sehr, sehr spannend diese Kisten verschiebst. Huiuiui. Spannung ist over 9000. So, jetzt werde ich unintuitiverweise die Kiste nach vorn schieben und mir damit erstmal den Weg blockieren. Aber dann macht, glaube ich, alles Sinn. Oh, ich dachte schon, dass sie jetzt die Kiste nicht da reinschiebt, ey. Dann aber. So. Das hätten wir auch. Und jetzt vorsichtig an der Kiste vorbei navigieren, damit wir erstmal die hier schieben, bitteschön. Warum sie die Kiste, die andere Kiste, nicht einfach ein zweites Mal schieben kann? Es erschließt sich mir nicht, aber gut. So sind die Regeln. Jede Kiste kann aus irgendeinem Grund nur einmal geschoben werden. Wahrscheinlich sind die sehr schwer und die haben unten so eine Rutschicht, aber die reibt sich ab. Man kann die Kisten nur einmal ihre eigene Länge entlang schieben. Und dann ist die Rutschschicht schon abgenutzt, dass man die nicht mehr bewegen kann. Deswegen wahrscheinlich. So, let's go. Ich speichere mal. Mehr Granaten. Okay, Regina? Where's Gale? I don't know. Haven't heard a word from him. What's he doing? Finally. You know, I had a really bad feeling about this mission. All things considered, it could have been a lot worse. Ne, die Hänger kommen in dem Fall vom Quicksaven. Uh-oh. Jetzt kommt Giga-Tyrannosaurus Rex. Vier Tyrannosaurus Rex aneinander geklebt. What is that?
Der Schrei klang aber schon sehr nach aus Jurassic Park kopiert, ne? Das war schon... Muss ich jetzt gegen den kämpfen? Müssen wir jetzt kämpfen, T-Rex? Ich glaube eher nicht, oder? Aber wir haben andererseits viele Granaten bekommen, deswegen speichere ich mal. Während sich Captain Kirk mit Warp 10 vom Staub gemacht hat, aus dem Acker gemacht hat, aus dem Acker gebuggelt und vom Staub gemacht hat, haben wir jetzt hier einen T-Rex. Nein, ich habe einmal zu wenig gedrückt. Jetzt. Das war weird. Ich bin ja kein Dinosaurierbiologe, ne? Aber ich glaube ehrlich gesagt, so eine Granate aus dem Granatenwerfer würde auch so einen T-Rex einfach ganz schön kaputt machen. Da kann der halt einfach noch so groß sein, ne? Wenn er in die Luft gesprengt wird. Wo ist denn der Laufknopf? Hier ist er. Meine Güte. Dammit. Gucken wir mal. Ich hau mal raus, was wir haben. Ansonsten lade ich neu und dann laufen wir weg. Ich hab mich ein bisschen ins Feuer geschubst. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Nee, das Feuer ist nur eine Wand quasi. Dammit. Ich glaube, wir sollten lieber weglaufen. Dammit. Aber witzigerweise ist er im Nahkampf so viel ungefährlicher, wie wenn er durch ein Gebäude reinguckt. Im Handpuppenmodus ist er viel schlimmer als im richtigen Kampfmodus. Mich würde nur interessieren, kann ich ihn töten, ne? Ob ich es muss oder nicht. Ja, er kann mich auf jeden Fall töten. Nam. Schlamm. Yoshi. Okay. Dann laufen wir weg. Tür ist verschlossen. Anscheinend laufen wir nicht durch die Tür weg. Der T-Rex, wenn er Regina frisst, dann ein rotes Ei legt. Und wenn er das wirft, dann kommt sie wieder raus. Ich denke, es ist so. Hang in there. I just need a little more time. Was? Du wirfst nicht jetzt quasi den T-Rex zum Fraß vor, damit du ein bisschen mehr Zeit hast. Aber muss ich wirklich nur für Zeit sorgen, weil dann laufe ich einfach ein bisschen im Kreis. Der hat mich gerade fast gewone-hitted, ey. Ja, wenn wir jetzt Barrys Waffen gegen lebende Dinge hätten, ne, das wäre gut. Du musst nicht gegen ihn kämpfen, aber anscheinend durchhalten, oder? Der Fahrstuhl nach unten. Es ist noch nicht aktiv. Oh oh, das wird knapp, das wird gefährlich. Das war gefährlich gerade. Eieieiei. Oh nein, er hat uns umgeschubst. Aufstehen. Aufeinander zugehen. Muss ich ihm wirklich keinen Schaden machen? Zum Glück hat er anscheinend vergessen, wie man isst. Das ist gut.
Warte, ich muss uns heilen. Wir werden sehr langsam, wenn wir nicht geheilt sind. Man kann ihn hier nicht töten. Okay. Der Kampf des Jahrhunderts. Ah! Der Aufzug ist da. Hi, Scorpion Dragon, wie geht's? Ich bin seit deiner ersten YouTube Resident Evil Monster und Lore Videos Fan. Cool, freut mich. Schön, dass du da bist. Hi. Ich muss gerade gegen den T-Rex kämpfen. Deswegen bin ich ein bisschen abgelenkt. So, dem haben wir es gezeigt. Das war irgendwie cool. Ich finde, das war cool, wie der uns fast gefressen hätte, aber er hat uns nicht ganz in den Mund gekriegt und mit seiner Schnauze umgeworfen. Dass das Spiel das simulieren kann, ist cool irgendwie. Ja, aber das ist voll gemein. Ich bin mir sicher, wenn man das zum ersten Mal blind spielt und kein Chat dabei hat, der das Spiel in- und auswendig kämpft, verschießt man da einfach seine ganze Munition, verbraucht seine ganze Heilung und ist komplett am Verzweifeln danach. Schon fies. Es sagt einem ja nicht mal jemand, kämpfen macht keinen Sinn, du musst einfach nur durchhalten oder irgendwie sowas. Mach doch mal solche Lore-Videos zu Dino Crisis. Ja, ja, das habe ich jetzt schon öfter gehört und tatsächlich bin ich dem gar nicht abgeneigt. Aber gucken wir mal. Muss ich mich mal einlesen, ob die interessant genug ist. So ein Alle-Kreaturen-Monster ist zum Beispiel relativ sinnlos, ne? Es gibt fliegende Dinosaurier und laufende Dinosaurier und T-Rex-Dinosaurier und kleine Dinosaurier. Ah, genau, weil man vom Teufel spricht gerade. Und das waren alle Dinosaurier aus Dinosaurierspiel. More repairs. This whole facility is probably held together with tape and glue. I think I can fix this. But it'll take some time. Okay. Ich sollte mal speichern, ne? Jetzt, wo wir das geschafft haben. Cool. Dann reparier du das. Und ich... Oh, geh mal in das eine Zimmer, das es da noch gibt. Die Chicken Nuggets der Saurierzeit. Ich meine, in Wirklichkeit waren ja auch Raptoren, ne? So groß wie Hühnchen ungefähr. Und gefiedert. Was Jurassic Park schon ein bisschen lustig macht. Ich habe da mal so ein relativ nett gemachtes Fanvideo gesehen, wo jemand die Raptoren quasi aus Jurassic Park rausretuschiert und durch richtige Raptoren ersetzt hat. So kniehohe Hühnchen mit Federn. Und dann sind halt die ganzen Raptoren-Szenen schon sehr lustig. Okay, wir haben irgendeine Zugangskarte gefunden, Ausführungspass. Ohne diese Karte ist der Zugang zu manchen Ebenen verwehrt. Gut. Dinosaurier warten, während ich die Notiz lese. Eine Notiz des Toten. Willst du sie lesen? Der Tote hat bestimmt so geredet. Nee, der hat bestimmt... Der hat bestimmt so geredet. Wo zur Hölle kam diese Monster her? Ich bin ihnen entwischt, doch scheinbar bin ich hier eingekesselt. Der einzige Weg raus hier führt durch den Hafen auf Ebene B3. Da sollte ich ein Boot finden oder etwas, das zum Transport von Forschungsmaterialien dient. Das Problem ist, dort heil anzukommen. Okay, ich sehe schon, ich sehe das Problem. Hier sind überall kleine... Weil, machen die auch irgendwas? Hühnchen? Moment, gleich. So. Sieht aus wie eine Credit... Vielleicht müssen wir auch einfach nur irgendwie, weißt du, den Fährmann bezahlen mit der Kreditkarte, deswegen sieht sie so aus. You done yet? What do you mean? Of course. Ja, was für ein Zufall.
Ich frage mich, wie die Cutscene gewesen wäre, wenn ich gleich die Karte geholt hätte. So, I think I found a way out of here. Right on, girl. Let's hear it. Na, ich habe ja schon gesagt, Regina als Geheimagentin, Supersoldatin und so, die scannt die Dokumente. Die sieht, der Tote hat einen Zettel in der Hand, erfasst den Text, hat ihn quasi gelesen. Und alles im Bruchteil einer Sekunde. Deswegen scheint es für uns so, als ob die Zeit stehen bleiben würde. Now what? We should be able to get to the underground port from here. Yeah, then let's do it. Hurry, I'm worried about Gale. Our fearless leader? Fine, let's move out. Mit Resident Evil kann man damit, glaube ich, nicht so gut begründen, weil Chris würde ich das jetzt ehrlich gesagt nicht zutrauen. Der kann gar nichts, leider. Aber Regina kann das und Jill wahrscheinlich auch. Chris ist eher so, der sieht einen Text und denkt sich, ja komm, scheiß drauf, ey, als ob ich jetzt hier irgendwas lesen würde. Für die Rätsel hole ich dann Rebecca, die macht das schon. What happened? Ah, this piece of junk must have blown a fuse. What's going on? The power went up. Gale, are you on floor B3? Yeah, get the power online now. Gale, it looks like there's a port nearby. There's got to be a ship we can use. Copy. Leave Kirk to me. You two get the power back online and secure our escape route. Roger. Roger, Roger. Liegt da ein riesiges Tablet am Boden. Sieht aus wie eine Switch ohne Joy-Cons. What the? This battery's completely dead. Uh-oh. Der weiße Ponöpel ist kaputt. Der Hauptgenerator funktioniert nicht. Wo kriegen wir jetzt einen Ersatzponöpel her? Lass uns mal auf die Karte gucken. Wir haben aktuell nur einen Durchgang, den wir tatsächlich benutzen können. Zwei, die verschlossen sind. Schauen wir mal, welcher ist. Ich speichere mal. Ich glaube, ich habe gerade gespeichert. Ich habe keine Ahnung. Man kann nie oft genug speichern. Let's go. Hilfsgenerator Raum B3. Okay. Hier hätten wir einen weißen, ne? Aber es fehlt irgendwie der, weiß ich nicht, irgendeine Farbe. Um das Gerät zu bedienen, ist ein Schlüssel der Stufe C oder höher erforderlich. Willst du die Batterie entfernen? Ja. Ach, guck. Das war irgendwie gar nicht so schwer alles. Okay, danke, Hilfsgenerator. Tschö. Ist das wirklich das Rätsels Lösung? Das ist ja, das war ein sehr leichtes, ein angenehm leichtes Rätsel. Funktioniert nicht. Ach, er sieht nicht reparabel aus. Damn it. Dann nehme ich alles zurück. Dann müsste ich von da den grünen mitnehmen vielleicht. Jetzt kenne ich mich nicht mehr aus. Schade. Dann schauen wir uns mal noch ein bisschen um. Ist das der Aufzug, über den wir gekommen sind? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Die Tür lässt sich nicht bedienen. Kein Strom vom Generator, okay. Dann schaue ich noch mal zum Hilfsgenerator. Er sagt, die Batterie ist komplett leer und dann kommt auf einmal Werbung für Blähung. Ach so. Ha. Werbung für Blähung ist auch lustig irgendwie. Ich weiß, was du meinst, aber
Jeden Tag zu pupsen hält den Darm gesund. Kaufen Sie deswegen jetzt Pupsisan. Mit der Kraft des Durchzugs. Dort ist ein Schalter. Willst du ihn drücken? Meinetwegen nichts. Ja, ich weiß schon. Wir haben zwar jetzt den Weißen. Rausgenommen. Warum haben wir den Weißen eigentlich rausgenommen? Kann ich die auch einfach, ne, verschieben so, benutzen? Ah ja, das geht auch. Nee. Ich will die Batterie nicht entfernen. Ich möchte... wie wir schon oft gemacht haben, die Batterie neu anordnen, aber das geht anscheinend irgendwie nicht. Dann nehme ich jetzt mal die weiße Batterie mit, wer weiß. Nein, ich habe es richtig gemacht, okay. Aber da steht, dass der irreparabel ist. Er sagt, die Batterien... Achso, nee, ja. Genau, ich weiß schon, das habe ich schon verstanden, aber es passiert ja nichts. Ich kann ja nichts machen. Der Hauptgenerator funktioniert nicht. Er sieht nicht reparabel aus. Ah, oh, ich muss ihn anklicken und nicht den Generator. Oh, manchmal nerven mich so Spiele, ey. Gerade bei Älteren gibt es halt oft so kleine Quirks, ne? Ah, okay. Na dann. I'll work on the security system. You handle our escape route. What? But? Na gut, Leute, machen wir ganz kurze Pinkelpause. Oh, ja, ich bin einfach gleich wieder da. Ja, ihr hört spannende Gruselmusik währenddessen. Bis gleich. Stellt euch mal Albert Wesker in Dino Crisis vor. Das wäre mega witzig, finde ich. Vor allem der Resident Evil 4 Remake Albert Wesker, ne? Der dann mit seinen Kung-Fu-Matrix-Moves sich irgendwie durch die Dino-Horden prügelt. Das fände ich sehr lustig, das stimmt. Wäre ich auf jeden Fall mit dabei. Oh, jetzt ist der Strom wieder an und das ist wirklich die... Warum? Warum ist da eine digitale Anzeige, die das Stockwerk anzeigt? Kann sich das Stockwerk irgendwie verändern? Kann das ganze Stockwerk auf eine andere Ebene gefahren werden, damit da was anderes angezeigt werden muss? Warum sprüht man nicht B3 auf den Boden oder so? Warum muss man... Verrückte Wissenschaftler, ey. Ach so, das zeigt an, wo sich der Fahrstuhl gerade befindet. Okay, macht slightly mehr Sinn, aber naja, nicht wirklich. Granaten. Mein Gott, wir werden ganz schön mit Granaten versorgt, ne? Okay, habe ich schon gespeichert, ich speichere nochmal. Steuerzentrale. Wer tippt denn da? Ach, wahrscheinlich ist Dingsy hier schon drin. Inventar ist voll, kein Platz für Betäubung. B3 Krankenkarte. Nee, Krankarte. Das hatten wir schon mal mit der Krankenkarte, die eigentlich eine Krankarte ist. Hey, Kerl, ich habe deinen Namen vergessen. Mach dir keine Sorge, ich habe mindestens 2 Krankenkarten gefunden. Wir sind jetzt versichert. Falls uns Dinos fressen, ne, die Kasse zahlt. Kein Problem. Drei Stecker, meine Güte. Ein Stecker. Die mache ich mal auf. Nee, ich habe nicht mal einen Stecker. Moment mal, warum habe ich keine Granaten ausgerüstet? Hilfe, bitte, Menü, lass mich in Ruhe. Ich kann nicht mehr.
Gut. Neun Granaten. Jetzt schaue ich mal nochmal, ob ich wieder ihn anklicken muss. Man weiß ja nie, tatsächlich. Well, I definitely reached the system's core. These security protocols are brutal. Finally, a challenge worthy of my talents. Nee, muss ich anscheinend nicht wirklich, ist optional. Er versucht den Code zur Deaktivierung der Sicherheitsmaßnahmen zu finden. Der Sicher-Heizmaßnahmen? Okay, why not? Ist okay. Dann soll er das machen. Ich speichere mal eben schnell. Und dann gehen wir durch die Tür. Ja, und hier speichern wir auch nochmal. Doppelt gemoppelt hält besser. Das Speichersystem ist auch komisch, ne? Dass immer, wenn man einen Safe-Raum verlassen will, gespeichert wird. Aber ich meine, warum nicht? Aber komisch ist es schon. So, jetzt sind wir im Untergrundlabor, das natürlich in keinem Resident Evil fehlen darf. Und selbst wenn das hier ein Dino Crisis ist, ist es irgendwie schon auch ein bisschen Resident Evil. What? Neuer Gegnertyp! Ein Hornochse. Ist er wirklich tot? Er sieht wirklich tot aus. Ist er auf den Wissenschaftler gefallen, den ich eigentlich looten wollte? Oh, hier sind noch mehr Hornochsen. Oh, damn it. Puh. Wertvolle Granate verschossen. Kann man nichts machen. Habe ich jetzt wenigstens genug verschossen, dass wir das aufheben können? Ja, na schau, es hat auch was Gutes. Das Inventar ist schon sehr begrenzt, ne? Was? Ceratosaurus sind das. Muss ich mal googeln, wie die eigentlich aussehen. Lass mich mal gucken. Weil die sehen auch, also ich erkenne die auf jeden Fall nicht. Aber ich meine, die Zeiten, in denen ich ein Dino-Nerd war, sind auch lange her, ne? Ceratosaurus. What? Ah, okay. Ich wünschte, ich könnte euch das jetzt zeigen, aber das seht ihr nicht, ne? Wartet mal kurz, vielleicht kann ich da noch was machen. Ah, guckt. Das sind die da. Sind halt hier sehr gefiedert. Wenn man sich die ungefiedert vorstellt, wie auf dem Bild hier. Naja, okay. Gut. Ist halt eine Interpretation. Freie künstlerische Interpretation. Der ist Jurassic World Domination, sieht genial aus. Ich glaube, den habe ich nicht gesehen. Ich habe nur den ersten Jurassic World gesehen. Fand ich eigentlich ganz nett. Komm nicht in den neuesten, da kommen doch auch wieder die Charaktere aus den Original Jurassic Parks mehr vor und sowas, ne? Würde mich ja schon, ne? Ist halt einfach Nostalgie und so, aber würde mich ja schon interessieren. Wo lag denn jetzt der Kerl mit seiner Schlüsselkarte und habe ich ihm die gestohlen oder nicht? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich laufe einfach noch einmal den Raum ab, würde ich sagen. Mir kommt es fast so vor, als wären am Anfang die Kamerawinkel in dem Raum anders gewesen als jetzt. Ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus. Da ist der Raum eigentlich so klein.
Wo lag denn der Wissenschaftler? Das gibt's doch nicht. Ah, der liegt jetzt da dahinter, ne? Deswegen komme ich nicht ran. Ach, dammit. Okay, alles klar. Okay. Only way to go is up, genau. Alles klar. Ja, im dritten und letzten Jurassic World Film kommen die Charaktere aus den allerersten Jurassic Filmen vor, zumindest die Erwachsenen. Ja, das ist ja cool. Die Darsteller, die damals die Kinder gespielt haben, kamen aber nicht vor. Vermisse ich auch nicht, ehrlich gesagt. nix gegen die Schauspieler und Schauspielerinnen von den beiden Kindern, aber die Figuren waren mir jetzt nicht unbedingt die wichtigsten Figuren. Wenn ich an Jurassic Park Charaktere denke, denke ich nicht an die beiden. Drei Krankarten. Oh, dammit. Ich glaube, wir haben nur zwei Krankarten, oder? Ach so. Das würde mir das Spiel sagen. Ja, wir brauchen die dritte Krankarte noch irgendwo her. Okay. Müssen wir noch auf Krankartensuche gehen. Hast du die ersten beiden Jurassic Park World im Kino gesehen? Nee, ich habe nur den ersten gesehen und den auch erst. Ich war irgendwie schon ewig nicht mehr im Kino. Ich wollte eigentlich gucken, ob man mit dem Ding neben der Leiter interagieren kann. Anscheinend nicht. Ich war schon ewig nicht mehr im Kino. Ich habe den irgendwann mal geguckt, als er dann auf Netflix oder so gelandet ist. Ui, wo sind wir denn jetzt gelandet? Die Kerle hier waren halt in Wirklichkeit einfach auch weiße, große Hühnchen. Ist halt schon auch lustig, wie die hier aussehen. Seit ich die Buchvorlage zu den ersten beiden Jurassic Park gelesen habe, mag ich die Filme nicht mehr. Die Bücher waren so viel besser und weit brutaler. Ja, man wollte halt schon auch ein bisschen also unter Anführungsstrichen, ne, familienfreundliche Popcorn-Unterhaltung draus machen. Wenn die mordsbrutal gewesen wären, wären die halt nie so erfolgreich gewesen. Ich dachte, ich habe drei. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht drauf geachtet. Ich dachte, da liegt die dritte, passt schon. Ich habe nicht... Doch, wir haben drei. Ah, jetzt geht's auch. So, jetzt kommt das wieder. Also. Wir gehen... Zwei Felder rüber? Na, vielleicht sind es zwei Felder. Und dann Hook. Schauen wir mal. Nee, es sind eben nicht zwei Felder. Bonk. Gut, es muss ja nicht unbedingt der sein, den wir bewegen, ne? Wir können auch drei nach oben, eins nach unten. Ach, ich kann jedes nur einmal benutzen. Das ist wieder so dämlich. Also, wisst ihr, so logisch gedacht ist das einfach wieder so dämlich. Warum sollte man sowas designen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber gut, dann gehen wir einfach mal drei hoch. Warum drei hoch? Drei hoch, eins runter, zwei rüber. Und dann nehmen wir den einfach mal. Keine Ahnung. Das macht so keinen Sinn. Ach, der kann das doch. Ja, okay. Genau, können wir den hier abstellen einfach, bitte? Okay. Jetzt gehen wir zwei rüber und Hook. Go. Äh,
Wo stellen wir den hin? Ich glaube, wenn ich den 2 rüber parke, blockiert uns vielleicht blöd den Weg, oder? Ich probiere es aber mal. Ich hoffe, wir können auch außen rum, oder? Ich denke schon. Müssen wir mal gucken. Was habe ich als Frage vorgelesen, was keine war? Und jetzt gehen wir 3 hoch, 2 rüber und Hook. Und dann gucken wir mal, wo wir den noch parken. Ach so, nee, ganz fertig sind wir da noch nicht. Zuallererst wollte man ja Jurassic Park so verfilmen, wie es im Roman abgeht. Aber dann wäre Jurassic Park womöglich ab 18 geworden, weil einige Sachen waren sowas von brutal gewesen. Ja, ja, eben. Ja, ich kann das schon verstehen, ne? Vor allem, weil ja Dinosaurier auch damals wie heute einfach echt Riesenpotenzial für Kinder auch einfach hatten. Man wollte halt auch, dass da Teenager und Kinder sich den angucken können. Und dafür hat er eh ein paar krasse Szenen. Aber in den USA sieht man das wahrscheinlich nochmal anders als in Deutschland. Aber auch hierzulande war der halt ein Riesenhit bei Kindern auch. Ich meine, ich war damals auch noch sehr jung. War der ist der ab 16 oder ab wie vielen Jahren ist der in Deutschland eigentlich? So, falls ich uns nicht den Eingang zugeparkt habe, jetzt wo ich mir echt nicht sicher bin, haben wir das jetzt erstmal gelöst. Ich weiß nicht, ob es der eleganteste Weg war, aber es ist einer. Also hoffentlich. Ab 12 war der tatsächlich. Oh, finde ich krass, ne? Da gab es schon ein paar Szenen, die ein bisschen gory waren. Wenn ich so drüber nachdenke, so richtig gory eigentlich nicht. So ein bisschen angsteinflößend. Ich fand den schon auch gruselig. Aber ich glaube, die Szene, wo der Kerl am Klo gegessen wird, ist wahrscheinlich noch so ein bisschen die grafischste, oder? So richtig Zerstückelung gibt es eher nicht. Aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Okay, wir haben jetzt die Eingabe Disk D. Jetzt brauchen wir noch die Donkey Kong Disk D. Aber gut, das haben wir gelöst. Ich würde sagen, das speichern wir erstmal. Hallo, Steiermark First, wie geht's? Mir geht's gut. Nur ein bisschen müde. Was haben wir jetzt genau erreicht? Wir haben eine Schlüsselkarte. Na, die bringt uns aber gar nicht viel. Ich gehe mal nochmal in den Raum, wo der komische Vogel war. Und ich glaube, ich werde mal versuchen, den auch zu erschießen. Wobei, ehrlich gesagt, muss man das wirklich? Ich weiß es nicht. Okay, wir haben keine Security-Karte A. Hier schon gleich gar nicht. Au. Der hat uns gerade durch sich selbst durchteleportiert. Mist. In den Raum sind wir also umsonst gegangen. Wisst ihr was? Speichere ich. Lade ich, meine ich. Hey, aber wo gehen wir denn dann jetzt hin? Soll ich nochmal zurück in den Speicherraum gehen? Ah, Zielpunkt. Ja, wir sollten nochmal zurück in den Speicherraum gehen. Definitiv. Gut. Als ich die Filme geguckt habe, hat meine Mutter immer wieder Pause gedrückt und gesagt, dass ich weggucken soll. Ja, 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 ja. Ich auch. So war das bei mir auch. Hat was von... Ja, ja, genau. Ne? Dieser Kran ist wirklich wie diese Greifarm-Minispiele-Dinger, Automaten. Das stimmt. Hatten wir das nicht schon? Können wir das jetzt mitnehmen eigentlich gerade? Nee. Betäubung benutze ich eh nicht.
Sollte ich vielleicht mal. Vielleicht wäre das sogar sehr effektiv. Ich habe es ja nie getestet. Aber es klingt langweilig, ne? Deswegen. Mag ich es nicht. In dem Raum lag noch was. In dem anderen gerade, in dem Kranraum. Selbst die drei Filme von Hangover waren ab 12. Ich habe da nur den ersten gesehen. Obwohl im zweiten Teil Frauen mit männlichen Gliedmaßen zu sehen waren. Okay. Finde ich jetzt auch nicht so tragisch irgendwie, glaube ich. Ich kann mich überhaupt nicht orientieren. Durch welche Tür bin ich gerade rausgekommen? Doch nicht durch die da, oder? Nee, aber jetzt kann ich mich, glaube ich, ein bisschen orientieren. Warte mal, wenn das große Tor ist, laufe ich jetzt so geradeaus rüber. Ans andere Ende des Raums. Da müsste dann eine Tür sein. Okay, wir haben irgendwas benutzt. In dem Raum, wo du vom Dino geboxt wurdest, tatsächlich. Okay, schaue ich vielleicht nachher nochmal rein. Aber jetzt gucken wir hier mal weiter. Wenn wir hängen bleiben, dann weiß ich, wo ich suchen muss. Irgendwie laufen die lustig. Der wirkt so, als ob er sich voll freuen würde. Multipler. Mhm. Als ob er uns umarmen wollen würde. Von dem Spiel müssten die mal ein Remake machen. Wäre auf jeden Fall sehr spannend, finde ich auch. Hätte ich auch gar nichts dagegen. Okay. Ist auf jeden Fall kein kleiner Bereich, in dem wir hier gelandet sind. Hat der auch mehrere Stockwerke? Nee, der ist ein Stockwerk. Okay. Gut. Hier ist wieder das Superschurken-Logo. Ah, die Person hatte einen Stecker für uns. Dankeschön. Es sieht wirklich aus wie das Zeichen der Decepticons oder sowas. Oh oh. Das ist schon immer ein ganz schöner Schocker, ne? Wenn die so Türen aufmachen. Ich rechne da immer nicht damit. Das ist immer so, what? Im ersten Moment denke ich immer, juhu, wir haben Fortschritt erzielt. Heilt das auch? Wirkt nach Verlust eines Lebens. Aber wenn ich das jetzt nutze, ist es unnötig. Ich habe zu viel Wiedererwecker und zu wenig Heilung. Ich muss echt mal wieder an eine grüne Box oder so. Nirgends ist man sicher vor denen. Meinheit. Okay. Let's go. Ja, ich weiß, dass wir verwundet sind. Du musst nicht so überdramatisieren hier. Ich hab's verstanden. Ach, guck mal. Ein Raptor. Ich freue mich. Das wäre schön. Richtig nostalgisch. Nach so vielen anderen krassen Dinos. Oh, Total Recall. Spring durch. Schade. Dieser Terminal verwaltet die Information der Schlüsselchips. Diese können hier beschrieben werden.
Eingabedisk S aufgenommen. Jetzt haben wir W und S. Naja, okay. Teil 3 von Dino Crisis war Schrott. Sieht auf jeden Fall schon sehr wild aus, der dritte Teil. Meine Güte, habe ich mir auch gedacht. Oh, wisst ihr was? Wartet mal kurz. Damit ihr es mal seht, wenn ihr es nicht kennt. Das müsst ihr gesehen haben. Dino Crisis 3, gerade im Vergleich zum ersten jetzt, ist schon wild. Ich mache mal schnell irgendein Dino Crisis Longplay oder sowas an. Einfach mal ein bisschen random Gameplay mitten aus dem Spiel. Ist ein bisschen weird, weil der Bildschirm hier halt eine andere Auflösung und so hat, aber warte, kriegen wir schon hin. Okay. Warte, ich spring mal irgendwo ein bisschen vor. Gillette Labs. Ein Rasierer wie kein anderer. Das einzigartige Reinigungselement entfernt Ablagerungen. Ja. Crazy, oder? Da geht's voll um Rasierer und sowas. Damit hätte man echt nicht gerechnet nach dem ersten Teil. Der Rasursimulator. So. Ich hoffe, wir sehen ein paar Dinos auch. Unter Anführungsstrichen Dinos. Es spielt wirklich auf einer Raumstation, also das ist kein Scherz. Es spielt auf einer Raumstation, auf der irgendwie mutierte Alien-Dinos unterwegs sind und wir sind ein Jetpack-benutzender Cyber-Op-Elite-Kerl, der mit Laserwaffen gegen Alien-Dinos kämpft. Schon ein bisschen wild. That escalated quickly, würde ich sagen. Gerade weil der zweite Teil noch relativ down-to-earth ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ich hätte gerne noch ein bisschen Kampf gesehen. Ah, hier, guck mal. Ah, warte, muss ich noch ein bisschen zurück? Der Alien-Saurus Rex. Ja, ich muss sagen, es interessiert mich fast. Ich würde es fast gern mal spielen. Einfach nur, weil es wild aussieht. Also wirklich... Keine Ahnung. Naja, genug gesehen. Machen wir das wieder hier oben hin. So. Okay. Let's go. Wo waren wir stehen geblieben? Wir haben irgendeinen Alarm ausgelöst im Total Recall Modus. Hier war doch irgendwo... Ah ja, genau, dich habe ich gesucht. An der üblichen Stelle ist kein Text. B2 Schlüssel 1 aufgenommen. Die Kehle wurde herausgerissen. Okay. Ein Gerät, das die Daten einer ID beschreiben kann. Das Personal der Ebene B2 und B3 ist mit allen Daten an den internen. Um die Daten schreiben zu können, benötigst du eine ID-Karte. Die habe ich ja jetzt, ne? Glaube ich. Die habe ich ja gerade aufgehoben. Das Blöde ist nur, dass wir keinen Code haben, den wir jetzt hier zu dieser ID-Karte eingeben können, weil da keiner draufsteht. Aber ich lese mal in diesem unauffälligen roten Ordner, was da drin steht. Schön, dass der Alarm aufhört während des Lesens. Das ist nett, weil sowas nervt mich immer furchtbar. Da wir den experimentellen Generator heute nach draußen bringen, wird sich ein Teil des Experimentspersonals im Testgebiet befinden. Und noch etwas. Falls es in diesem Labor zu einer Überladung kommt mit einem Laser, bedeutet das die Vernichtung der gesamten Anlage.
Wenn Sie nicht verdampfen möchten, bewachen Sie die Gegend mit großer Sorgfalt. Das Team hat kürzlich rund um die Uhr gearbeitet. Dr. Kirk hat sich seit knapp einer Woche nicht mehr blicken lassen. Er arbeitet pausenlos. Achten Sie gut auf die Forscher und denken Sie daran, dass der Erfolg des Experiments davon abhängt, dass Sie denken können. Hä? Dr. Kirks Glaubwürdigkeit hat in letzter Zeit gelitten. Was das Personal angeht, achten Sie darauf, auf das ID. Was achten Sie besonders auf das ID-Schreibgerät, um illegale Nutzung zu verhindern? Jemand hat bereits das Gerät im ersten Stock unerlaubt benutzt. Haltet die Augen offen. Müssen wir jetzt wieder irgendwo was im ersten Stock? Müssen wir in den ersten Stock wieder? Nee, glaube ich nicht. Ich hätte gern Heilung, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Dieser Terminal verwaltet die Informationen der Schlüssel. Beschrieben werden. Ein Schloss für einen Schlüsselchip. Ich muss mal kurz gucken, was wir jetzt eigentlich an Schlüssel-Items haben. Wir haben einen Stecker. Wir haben die Funk-ID-Karte. Warum wir die noch brauchen, weiß ich nicht. ID-Karte. Ausführungspass ermöglicht den Zugang zur B3-Ebene vom großen Aufzug im Ausführungsbereich. Fingerscanner. Ich habe noch einen Fingerscanner. Sollte ich mal Ihren Fingerabdruck scannen, vorsichtshalber? Ich guck mal, ob das geht. Die Fingerabdrucksammel erhält bereits Datei. Überschreiben. Ja. Okay. Wir haben jetzt mal Ihren Fingerabdruck. Das kann ja wohl nicht schaden, oder? Das war aber kein Kampf, sondern eine halbe Cutscene. Das stimmt. Das hast du richtig erkannt. ID-Karte nutzen. Schauen wir einfach mal, was passiert. Ja, den Alarm würde ich auch gern ausmachen. Das stimmt. Ich weiß aber nicht, wie. Das System befindet sich im Alarmmodus. Ah, alles klar. Achtung, da steht Warning überall. Gehen wir mal dahin, wo Warning steht, oder? Das Steuerfeld für den Alarm. Willst du den Alarm deaktivieren? Bitte. Ja, danke. Das ist viel angenehmer. Sehr gut. Achso, ich habe wieder draufgeklickt. Ich bin gerade auf Karte gegangen, weil ich die ID-Karte benutzen wollte. Oh Gott, schon langsam müssen wir Schluss machen, Leute. Initiere Datenschreibsequenz. Personalnummer eingeben. Na, die kennen wir leider nicht. Oder ich wüsste es gerade nicht, aber gut. Gucken wir mal, was wir hier machen können. Terminal verwaltet die Informationen der Schlüsselchips. Sie können hier beschrieben werden. Haben wir einen Schlüsselchip? Das ist was anderes als eine ID-Karte, oder? Ja. Ich versuche mal alles. Hier, Ausführungspass, Fingerpass, Multipass. Geht alles nicht. Ein Schloss für einen Schlüsselchip. Hier brauchen wir wieder einen Schlüsselchip L und R, ne, die wieder irgendwo sind. Das ist dann wahrscheinlich hier das große letzte Ziel in der Ebene oder so. Na schön, Leute. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier für heute Schluss. Ich habe Hunger und ein Sandwich wartet auf mich. Höchste Zeit für Feierabend, würde ich sagen. Schön, dass ihr mit dabei wart. Hat mich sehr gefreut. Danke, Leute, für die Bits. Danke für alles. Für die Abos, die reingekommen sind. Wir haben jetzt 115 aktuell, ne? 25 würden fehlen für Silent Hill 1. Wir haben noch ein paar Wochen Zeit. Ich hoffe echt, Anfang Dezember wäre super cool, wenn das hinhauen würde. Ich habe das Ziel absichtlich ein bisschen hoch angesetzt, weil ja quasi, ne, mit Dino Crisis und Silent Hill schon zwei ganze Spiele und sowas in den Bonus-Streams am Mittwoch immer gespielt werden müssen. Das sind schon auch große Ziele.
Schauen wir mal, ob wir es erreichen. Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm, ne? Aber cool, wär's schon. Na schön. Dann würde ich sagen... Okay, dann würde ich sagen, danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Schönen Abend noch. Tschüss.